ist, meine lieben Dampfer, Raucher, Nichtraucher, Kiffer, ein neues, fantastisches Video. Worum geht es in diesem Video? Das werde ich euch mal von der Firma MKT Multicom Trade erklären lassen. Ich hatte vor knapp 6 Jahren, oder es ist schon 6 Jahre her, mal diese Anlage hier vorgestellt, die M2B von Multicom Trade. Ein geiles Teil, seit 6 Jahren rund um die Uhr läuft das Teil. Jetzt habe ich es mal vom Netz genommen, aber sie läuft immer noch, dadurch, dass sie ja notstromfähig ist, wie ihr seht. Das bucht er sich ins GSM-Netz ein. Eine wirklich tolle Alarmanlage mit umfangreichem Zubehör. Multicom Trade hat nachgelegt. Das, wie gesagt, dieses System ist 6 Jahre alt und ist natürlich auch ein bisschen kryptisch zu bedienen. Aber MKT hat nachgelegt mit dem Modell JE1220. Das ist diese Alarmanlage. Also die kann man fast ohne... Okay, jetzt habe ich hier eine Bedienungsanleitung. Die kann man fast ohne Bedienungsanleitung konfigurieren, das werde ich euch auch zeigen, und die hat große, große Vorteile, aber ist voll kompatibel mit dem ganzen Zubehör. Das heißt also, solltet ihr die M2B, jetzt muss ich nachgucken, solltet ihr die M2B haben, also dieses Monster-System hier, solltet ihr euch da mal das angeschafft haben und ihr habt die ganzen Sensoren im Haus verbaut, ist die neue Anlage, die JE1220, dazu kompatibel. Ihr braucht also das gesamte Zubehör, was ihr bei euch zu Hause installiert habt, nicht abreißen, sondern das könnt ihr voll hier mit einbinden. Also wirklich ganz, ganz toll. WLAN-fähig, Smart-Home-fähig. Also ein unglaubliches System, aber das erklärt euch jetzt MKT, also Multicom Trade, war ganz kurz selbst in einem von MKTs Werbevideos. Ganz so viele gibt es davon ja nicht. Schaut euch das mal an. Das Multicom Trade Sicherheitssystem bietet eine Lösung für die Sicherheit Ihres Hauses in nur einem Schritt. In nur wenigen Minuten können Sie es überall in Ihrem Haus installieren. So einfach ist es. Mit dem 4,3 Zoll Touchscreen ist das System mit einer leichten Berührung im Handumdrehen aktiviert. Bringen Sie umfassenden Schutz in Ihr Zuhause. 200 Zubehörteile können hinzugefügt werden. Wenn ein Einbrecher den Alarm auslöst, schreckt ihn die 120 Dezibel Sirene ab und Sie erfahren es als Erster, egal wo Sie sind. Und das ist noch nicht alles. Sie können die Anlage ganz einfach per MKT Smart App mit deutscher Menüführung fernsteuern. Alexa oder Google Assistant Sprachsteuerung wird ebenfalls unterstützt. Multicom Trade hat sich verpflichtet, ein intelligentes Sicherheitssystem und ein Smart Home Ökosystem für Ihr Zuhause zu schaffen. Machen Sie Ihre Haussicherheit einfacher. Multicom Trade. Ja, zurück. Also jetzt habt ihr ungefähr grob mitbekommen, was man damit machen kann. Das ist eine Alarmanlage und die werde ich euch in diesem Video vorstellen. In allen Details. Man kann sie einzeln betreiben, ganz normal, wie das hier, das M2B Modell. Man kann sie aber auch per Smartphone, das geht mit der nicht, dafür ist sie einfach zu alt, kann man sie betreiben. Dadurch, dass sie WLAN-fähig ist, also man braucht da nicht unbedingt eine SIM-Karte einstecken, kann man aber auch, das werde ich euch auch zeigen, also man kann sie im Doppelbetrieb betreiben, einmal im WLAN-Betrieb alarmiert sie und einmal zusätzlich noch per GSM, indem man angerufen wird oder eine Alarm-SMS zugeschickt bekommt, natürlich in Echtzeit. Dazu sage ich dann gleich in dem laufenden Video ein bisschen mehr. Zu der Anlage muss ich einiges erzählen, also ein wirklich fantastisches Teil, auf das ich lange gewartet habe. Also das ist jetzt meine neue Lieblingsalarmanlage von MKT und ich wurde nicht enttäuscht von diesem System. Das Einzige, was mich hier eben stört, sage ich nach einem Video, ist das Zubehör. Das ist ein Starter-Set. Das ist natürlich hier ein bisschen was anderes gewesen. Das ist hier schon so ein Allround-Set gewesen, womit man die ganze Hütte schützen kann auf Schlag. Aber für den Einstieg finde ich dieses System sehr, sehr sympathisch. Und ihr müsst hier auch nicht die Original, die teuren Ersatzteile, die teuren Sensoren liegen auch bei. Aber eben halt im Starter-Set. Ihr müsst ja nicht das teure Zeug nachkaufen, wo denn ein Sensor zum Beispiel das sind ja die sind übrigens auch kompatibel, die von der M2B. Ihr müsst ja nicht diese Dinger nachkaufen hier, die bei MKT 16, 17 Euro kosten oder eben die von der neuen Anlage, die etwas schlankeren für, ich glaube, 24 Euro. Also die Sachen sind richtig teuer. Für 18 Euro bekommt ihr 10 von den Teilen aus China und die funktionieren genauso, sind absolut baugleich. Aber dazu kommen wir im laufenden Video. Also ihr braucht auf jeden Fall erstmal die Alarmanlage. Deswegen finde ich das Starter-Set ganz sympathisch, weil das Ganze, so könnt ihr euch schon mal reinarbeiten in das System.
Und was das Zubehör angeht, könnt ihr bei MKT kaufen, würde ich aber persönlich nicht empfehlen. Da gibt es wirklich günstigere Möglichkeiten, um Zubehör 1:1 nachzukaufen, allerdings in China. Das Ding wurde ja auch in China gebaut. Spricht Deutsch, spricht 10 Sprachen. Also das Ding hat Features ohne Ende. Also ein richtig cooles System mit großen, großen Vorteilen. Also dieses System hat natürlich auch ein paar Nachteile gehabt. Diese ganzen Nachteile, die dieses System hatte, auch was die Bedienung angeht, die ein bisschen kryptisch ist, fällt mit diesem System komplett weg. Das ist baby einfach, voll kompatibel zu allem, was MKT bisher in den Markt geschüttet hat, zu allen Teilen und zu allem Zubehör. Und da gibt es ja nun reichlich Zubehör für diese Systeme. Ja, das will ich euch alles in dem laufenden Video näher bringen. Das war ein Vorspann, also bis gleich. Willkommen. Nochmal muss ich euch ja nicht begrüßen, das habe ich ja schon ganz am Anfang gemacht. Jetzt habt ihr die Vorspann gesehen. Es geht um eine neue Alarmanlage. Ich hatte euch vor 6 Jahren, oder womit starten wir? Wollen wir erstmal einen Tee trinken, meine lieben Freunde? Ein bisschen Smalltalk, ne? Aber ganz so viel zu Smalltalken habe ich eigentlich nicht. Wir können einen Tee trinken, wir können natürlich auch, wie gesagt, in guter alter Tradition uns ein schönes Herbes Jever reinorgeln. Auf ein Herbes Jever hätte ich eigentlich mehr Bock. Also werde ich erstmal auf den Tee verzichten und mir einen Jever rein prügeln. Dazu brauche ich natürlich einen Flaschenöffner. Da habe ich ihn doch. Hier habe ich einen Flaschenöffner. Öffnen wir mal das Jever, bevor wir zur Alarmanlage kommen. Zur JE1220. Ein hammergeiles Teil, wie ich finde. Das brandneue Markt. Das gibt es noch gar nicht bei Amazon. Das gibt es nur bei MKT. Direkt auf der Homepage zu kaufen. Die Sachen hier, die gibt es bis heute noch bei Amazon. Die ist gut, die Anlage. Die ist echt klasse. Kann ich empfehlen. Nach 6 Jahren kann ich das sagen. Ja, Smalltalk, was habe ich zu Smalltalken? Ja, der Urlaub kommt immer näher. Nächste Woche werde ich ein USA-Vorbereitungsvideo machen. Da habe ich schon ganz, ganz viele, mir schon ganz viel zusammengeschrieben für euch, um euch da so ein paar Tipps für die Reise in die USA ein bisschen näher zu bringen. Und dann werde ich natürlich, wenn ich in die USA abzische, sobald ich da ankomme, in den USA, wie gesagt, werde abgeholt am Airport von einer Stratosphäre, also vom The Strat. Mein VIP-Status habe ich da ja auf dem Papier verloren, aber intern bin ich da immer noch als VIP gelistet und werde da auch VIP wie ein VIP behandelt. Mich kostet das Ganze nichts. Also 2500 oder 2600 US-Dollar oder waren das 3000? Ich weiß das gar nicht. 2500, lass mal überlegen. Das waren 3000, 3500 hätte mich das Zimmer gekostet. Also es kostet mich alles gar nichts. Also richtig, ich bin echt zu einer teuren Zeit da. Das ist ein Wochenende dabei, was fast 1000 Dollar kostet. Ne? Also wirklich verrückt. Ne? Da muss wieder irgendwas Gewaltiges los sein in Las Vegas. Stratosphäre, suchen sie jetzt wieder jede Menge Leute, Slot Attendants, Security-Leute, Fahrrad-Security. Also die stellen ein wie die Wilden. Ne? Die finden da kein Personal und jetzt heiern sie da wie die Großen. Also in Las Vegas langsam läuft es wieder los. So, den Tee, den könnte ich mir eigentlich auch schon mal einschenken, damit ich mir, wenn ich dann nachher Bock auf Tee habe, falls das Video ein bisschen länger dauern sollte, nicht die Fräse verbrennen. Frisch gemacht. Da jetzt mal einen Rumpen nehmen, dann habe ich sofort Brandblasen an den Lippen. Das wollen wir ja nun auch nicht. Ja, sonst habe ich weiter nichts zu Smalltalken. Wie gesagt, nächste Woche werde ich noch ein USA-Vorbereitungsvideo machen. Das wird ein bisschen umfangreicher. Da muss ich doch eine ganze Masse erzählen. Einen kleinen Videotipp möchte ich euch auch noch geben. Das wird jetzt eine neue Kategorie in meinen Videos im Smalltalk-Part. Schaut euch West, also solltet ihr auf Musicals stehen. Steven Spielberg hat im Dezember, Mitte Dezember kam West Side Story raus. Der Film läuft, glaube ich, 156 Minuten. Lass mal schauen. Steht das hier irgendwo? Ja, 156 Minuten. West Side Story von 2021 von Steven Spielberg. Richtig geil. West Side Story kenn und liebe ich. Habe ich nie die Bühnenaufführung am Broadway gesehen oder sonst wo. Aber ich kenne den Film von 1961, der ja 10 Oscars abkassiert hat. Ein richtig cooles Musical, wie ich finde. Und das wurde jetzt von Steven Spielberg ja letztes Jahr nochmal neu verfilmt. Kam im Dezember, also jetzt vor kurzem, vor ein paar Wochen in die Kinos. Und als auf Blu-ray. Klingt fantastisch. Macht richtig guten Spaß, sieht richtig gut aus.
die West Side Story sah noch nie so geil aus. Also da hat Steven Spielberg einen exzellenten Job hingelegt. Hätte mich auch gewundert, wenn es anders gewesen wäre. Also toll umgesetzt. Solltet ihr so Musical-Fans sein. Also La La Land und was gab's da noch? In the Heights zum Beispiel. Habe ich auch gesehen. Der gefiel mir eigentlich auch ganz gut. Aber West Side Story toppt sie alle mal. Also finde ich echt brutal. Prost, meine lieben Freunde. Richtig geil. Zur politischen aktuellen Situation, den ganzen Wahnsinnigen in Moskau und so, sage ich erstmal gar nichts. Also was heißt erstmal, sage ich überhaupt nichts, weil das geht mich alles nichts an, also als Demokrat schon, aber das geht, wir wollen das hier nicht politisieren, mein Channel, da habe ich keinen Bock drauf. Aber gefällt mir alles sehr, sehr gut. Dazu kann ich natürlich auch noch was erzählen. Ich habe natürlich verschlafen, weil ich nicht dran geglaubt habe, dass Putin am Rad dreht. Mein Gazprom-Investment, wo ich schon 140% im Plus war, die waren ja schon bei 9 Euro zu verscherbeln. Die sind natürlich jetzt im Sinkflug. Also das habe ich abgeschrieben, ist aber auch überhaupt gar kein Problem. Das kompensiere ich mit ganz anderen Aktien. Dafür bin ich jetzt in Rheinmetall. Hat sich natürlich gelohnt, sozusagen. Also Rheinmetall ist heute um 26% gestiegen, ne? Also Rüstungsunternehmen. Also jetzt in Rüstung zu gehen und in erneuerbare Energien, immer eine gute Idee, was das Investment angeht. Aber wie gesagt, mit Gazprom bin ich ein bisschen auf die Schnauze gefallen. Also das sehe ich als Totalverlust an. Aber das ist halt geopolitischer Wahnsinn. Da steckt man halt nicht drin. Ne? Ansonsten läuft alles prima, was die Investmentfront angeht. Alles super. Hiermit beende ich auch mal den dusseligen Smalltalk-Part. So, nun kommen wir erstmal zur Vergangenheit. Vor 6 Jahren habe ich euch dieses System vorgestellt. Und zwar von Multicontrate das System M2B. Und da gab es auch nochmal ein Nachfolgesystem, was optisch ein bisschen moderner war, aber im Grunde genau das Gleiche. Wirklich solide Systeme, kann ich jetzt nach 6 Jahren sagen. Was hatte ich in den 6 Jahren? 3 Fehlalarme, alle selbst verschuldet. Es gab gar keinen Fehlalarm. In 6 Jahren hat die Anlage keinen einzigen Fehlalarm produziert. Und die Alarme, die rausgingen, das war eine Dusseligkeit. Aber eine Sache gab es denn doch. Da hatte ich auch ein eigenes Video gemacht. Muss ich euch mal zeigen. Da ist mir ja eine von den beiden beiliegenden Fernbedienungen kaputt gegangen. Nachdem sie 18 Mal runtergefallen ist, schon total demoliert war, war die Fernbedienung kaputt. Sie funktioniert wieder. Wenn ich jetzt die Anlage anmache, kann ich euch das auch beweisen. Warte mal, ich mach's mal an. Ich habe extra hier die Alarmsirene abgeklemmt, damit wir hier nicht taub werden. Und lass sie hier mal hochfahren. So, lass sie hier mal hochfahren. Genau. Und wenn ich hier natürlich jetzt hier auf Alarm drückt. Also das ist eine neue Fernbedienung. Also eine von den Fernbedienungen ist mir kaputt gegangen, die ich echt geil finde. Und jetzt hat er sich, glaube ich, gerade ins GMS-Netz eingebucht, also die SIM-Karte, die da eingebaut ist. So, jetzt kann ich sie scharf schalten oder eben unscharf schalten. So, zack. Jo, ist natürlich Batterie. Hat natürlich eine gepufferte Batterie, also diese Anlage operiert jetzt im Stromausfallmodus und so aber operiert sie dann, sagen wir mal, ich weiß nicht, 6-7 Stunden kann die so laufen, hier die Akkus, die verbauten da drin, leer sind. Funktioniert ausgezeichnet und erspart auch schon wieder Strom, wie ihr seht. Die LED ist noch an und das Display ist auch an, seht ihr hier, aber die Hintergrundbeleuchtung hat er natürlich ausgemacht. Also es funktioniert aus rein. Das war das einzige Problem, was ich mit der Anlage hatte, dass mir eine von den Fernbedienungen kaputt gegangen ist. Da habe ich mir keine Originalfernbedienung gekauft. Die kostet sie, glaube ich, 16, 17 Euro. Da habe ich mir eine aus China bestellt für 4 Euro oder sowas. Ich weiß jetzt nicht den genauen Preis. Das ist eine lernbare Fernbedienung. Da hatte ich auch ein eigenes Video gemacht. Könnt ihr euch mal einblenden, falls euch das interessieren sollte. Da braucht ihr natürlich eine funktionsfähige Originalfernbedienung. Also die MKD-Fernbedienung ist mir kaputt gegangen. Da habe ich das 2 Beilagen. Habe ich natürlich dann eine geklont sozusagen. Und das ist die hier. Die lernbare Fernbedienung habe ich bei AliExpress gekauft. Könnt ihr euch unter dem Video auch nochmal zusätzlich verlinken, falls ihr da Bedarf habt nach 1000 neuen Fernbedienungen. Aber ihr braucht eine Originalfernbedienung. Funktioniert ausgezeichnet, genauso wie das Original. Kann ich wegfasern. Das war das einzige Problem, was ich hier in 6 Jahren hatte. Eine Fernbedienung ist kaputt gegangen. Das ist übrigens noch die... Nee, das ist ja die neue, aber bei meinen alten war das noch die Originalbatterie. Und bei der zweiten, die ich geklont habe, immer noch die Originalbatterie. Seit 6 Jahren ist die im Einsatz. Die will einfach nicht, das ist eine kleine Knopfzelle da drin, die will einfach nicht leer werden. Ja, bei dieser MKT-Anlage liegen natürlich diese eher altmodischen
Bewegungssensoren bei, sogar mit einer ausziehbaren Antenne. Also braucht ihr überhaupt nicht. Die könnt ihr also so betreiben. Habe ich hier in der ganzen Bude über mehrere Etagen einfach so installiert. Funktioniert ganz, ganz prima. Und bei diesen Tür- und Fensterkontakten, genau das gleiche, hier ist ja auch so eine kleine Antenne dabei, ein bisschen oldschool. Um die Reichweite zu verlängern, braucht ihr auch nicht. Lasst ihr einfach so drin stecken, installiert das Ganze und dann löppt das. Dann funktioniert das. Und da sind ja diese kleinen Batterien dabei, die kosten auch nur ein paar Cent. Und die halten dann so ein halbes Jahr, sagen wir mal. Nach einem halben Jahr sollte man die mal austauschen. Das mache ich zweimal im Jahr, wechsle ich diese albernen Batterien aus und dann bin ich wieder davor. Na, sobald mir ein System anzeigt, es wird einem optisch signalisiert, sobald mir ein System anzeigt, Achtung, Batterie leer, dann leuchten die nämlich. Dann tausche ich bei allen Systemen die Batterien aus und dann weiß ich so, im halben Jahr muss ich da mal wieder ran. So mach ich das persönlich. Bei Alarmanlagen, bevor wir zu dem neuen Modell kommen. Also wie gesagt, das war jetzt die MKT M2B. Ein richtig geiles Teil. Und dadurch, dass es so geil ist, habe ich auch ein eigenes Video gemacht. Schaut euch das an. Über 50.000 Aufrufe habe ich da auf dieses Video. Das ist schon eins der besseren Videos aus meinem Channel. Daran sehe ich auch, wie viele Leute interessiert sind bezüglich guter Alarmanlagentechnik. Und diese Alarmanlage, die ist gut. Die ist, wie gesagt, die lief hier 6 Jahre lang fehlerfrei. Absolut fehlerfrei. Bis eben auf die Fernbedienung. Aber es war auch eigene Dusseligkeit. Wenn man sie nun 80.000 Mal runterschmeißt, irgendwann ist sie mal hin. Dann hat sie mal einen Knacks weg gehabt. Da funktionierte nachher gar nichts mehr. War richtig tot, das Teil. Und dann dachte ich mir, naja, okay, bestellst du eine neue. Geguckt. Bei Amazon von MKT. Ich glaube, 16 oder 17 Euro kostet die Fernbedienung. Denke ich, ui, das ist mir dann doch ein bisschen so teuer. Schau mal bei AliExpress, na, was eine kompatible Fernbedienung, was die da kostet. Da müsst ihr dann drauf achten. In diesem ganzen System, gilt auch für das neue System, sind natürlich so Chipsätze verbaut. Die Dinger funken im 433 MHz Netz. Das ist schon mal wichtig. 433 MHz müssen die beherrschen. Gibt auch noch eine zweite Frequenz. Und wichtig ist natürlich auch die Codierung. Da sind Chips verbaut. Das nennt sich EV1527. Dieses EV... Ich werde euch jetzt Mist erzählen. Habe ich mir das irgendwo aufgeschrieben? Ja, EV1527 Chip. Da sind EV1527 Chips drin. Damit die Anlage, also die Anlage oder eben auch die neue, die ich euch jetzt gleich vorstellen werde, damit die mit diesem Zubehör klarkommt. EV, also 1527 Chips, müssen in diesem System verbaut sein. Da kann man sie ganz normal hinzubuchen. Und MKT stellt die auch nicht selbst her. Die sind auch in China bestellt, die Teile. Kosten nichts. Die kosten in China absolut nichts. Die werden hier natürlich für ein Mördergeld verkauft. Komme ich nachher noch zu Geldspartipps sozusagen. So könnt ihr euch aus einer Basisalarmanlage, aus einem Starter-Set, für ganz, ganz kleines Geld ein umfangreiches Alarmkonzept zusammenbasteln, so wie ich es hier ja auch habe. Das Ding war eigentlich bis eben im Betrieb. Na gut, zwischendrin war es immer aus, weil ich natürlich die neue Alarmanlage auf Funktionalität getestet habe. Genau das gleiche, richtig gut. Zusätzlich noch App-fähig, das ist die nämlich nicht. Die ist nicht App-fähig. Bei der ist es so, hier hinten ist eine SIM-Karte drin. Und hier seht ihr schon ein Datum, da muss ich mal ein bisschen aufpassen mit der SIM-Karte, weil das Guthaben irgendwann abläuft. Da schreibe ich dann immer das Datum rauf. Wenn ich sie aufgeladen habe, ist eine ID-Karte. Habe ich, glaube ich, letztes Jahr, Ende letzten Jahres, habe ich sie aufgeladen mit 10 Euro oder 15 Euro, 10 Euro, glaube ich. Oder 15, nagelt mich da jetzt nicht drauf fest, muss ich nachgucken. Und am 22.06. nächsten, also dieses Jahr, am 22.06. müsste ich da wieder was raufspielen, damit das Guthaben nicht auf Null fällt, weil dann kann ich mich auch nicht mehr anrufen. Ne? Da muss man immer ein bisschen aufpassen bei diesen ID. Prepaid-Karten. Habe ich mal einfach so eine Aldi-Prepaid-Karte geholt. Seht ihr nachher noch, hol die nachher noch raus. Und die bauen wir dann in die neue Anlage ein. Also diese Anlage, wenn man sie scharf stellt, also sobald sie Strom kriegt, das kann ich euch nochmal zeigen, die bucht sich ins GSM-Netz ein. Und das seht ihr gleich. Bootet er gerade hoch. Jetzt geht's los. So, jetzt hat er erkannt, da ist eine SIM-Karte drin. Und genau, jetzt hat er schon eine Verbindung. Genau, hat eine Verbindung ins GSM-Netz. Ich kann hier auch noch über den Tastencode rausfinden, wie groß die Feldstärke ist, wie gut die Verbindung ist zu dem E-Plus-Netz. Also ganz wunderbar. Das heißt also, wenn die jetzt scharf geschaltet ist, irgendein Sensor löst hier aus, klingelt mein Telefon. Hat es auch schon ein paar Mal.
Das war aber immer Fehlbedienung. Vergessen zum Beispiel beim ins Haus reinrennen. Das war in der Anfangszeit. In den ersten anderthalb Jahren ist das zwei, dreimal passiert. Ins Haus reingerannt, vergessen die Alarmanlage auszuschalten. Und da war hier natürlich Highlife und Konfetti. Da war hier natürlich wirklich Alarm. Und ich wurde angerufen. Habe ich natürlich gleich zu Hause durchgeklingelt. Was da los? Das kann doch wohl nicht angehen. Hin und her am blauen Blub. Ich hätte aber auch mit dem Handy gucken können, mit meinen ganzen Überwachungskameras, ob alles in Ordnung ist. Ne? Da kommen wir jetzt allgemein, erstmal bevor wir zur neuen GSM-Alarmanlage kommen und zu den Details, kommen wir erstmal zum Grundsätzlichen. Wie schützt man sein Eigentum? Ja, indem man eine Tür abschließt. Ne? Also eine Alarmanlage schützt nicht vor Einbruch. Eine Alarmanlage meldet den Einbruch über Fenster, über Bewegungen im Raum, über Terrassentüren, die geöffnet werden und, und. Also so bekommt ihr in Echtzeit eine Meldung, Achtung, da ist irgendwas geöffnet worden, was nicht geöffnet werden darf, weil die Alarmanlage ja scharf geschaltet ist. Prost. Das ist eine gute Geschichte. In Echtzeit aufs Handy. In Echtzeit. Das kostet natürlich jedes Mal, also wenn das passiert, kostet natürlich jedes Mal immer ein paar Cent, weil hier eine Prepaid-Karte drin ist. Klar, der ruft einen zu Hause an, oder der ruft einen auf mein Handy an, und ich glaube, das kostet, ich weiß nicht, wie viel Cent das kostet, ein paar wenige Cents kostet das. Er kann auch SMS raussenden. Also man bekommt in Echtzeit eine Alarmmeldung. Das finde ich schon mal ganz cool. Was er eben nicht hatte, ist diese Smart-Fähigkeit, dass man ihn mit dem WLAN zum Beispiel mit seinem Router verbinden kann, dass er auch noch zusätzlich zum Beispiel eine Push-Nachricht raushaut aufs Handy. Heute haben ja viele ein Handy und. Und diese ganzen Geschichten, die der Anlage fehlen, sind hier eingebaut. Und was auch ein bisschen doof war bei der M2B, ist diese kryptische Bedienung. Über irgendwelche, da muss man immer irgendwelche Zahlen vorweg wählen, die quasi, womit man sagt, was man eigentlich machen will. Man will Sachen anlernen, man will Sachen löschen, man will eine Telefonnummer eingeben und. Das muss man über kryptische Zahlen, also sprich über die Bedienungsanleitung. Man muss jedes Mal, wenn man eine Veränderung an der Anlage durchführt, auf jeden Fall die Bedienungsanleitung in der Hand haben, weil das vergisst man nachher auch irgendwann mit diesen Zahlen und über die Bedienungsanleitung vorgehen. Es war ein bisschen umständlich, das hatte ich zum Glück nicht, weil die Anlage, es ist so, man richtet sie einmal ein und dann ist es in der Regel so, dass man sie dann einfach nur noch laufen lässt. Also hat man mit der Bedienung der Anlage nichts zu tun. Außer natürlich, man stellt sie scharf und man stellt sie unscharf. Also bin ich sehr, sehr begeistert. Und man muss gar nicht glauben, hier ist sogar noch die Original, ihr kennt mich ja, hier ist sogar noch die Originalschutzfolie drauf. Da habe ich noch nicht mal die Schutzfolie, und die ist seit 6 Jahren drauf. Ne? Ja. Also ganz wunderbar das Teil. Bin ich sehr, sehr begeistert und sehr, sehr glücklich mit dem System. Umso glücklicher war ich natürlich, als ich gesehen habe, dass MKT was Neues im Markt gebracht hat, was auch noch kompatibel ist zu allen Zubehör, was man schon installiert hat. Also man kann sich diese smarte Funktionalität, die ja heute in aller Munde ist, kann man sich nach Hause holen und hat zusätzlich eben noch die Möglichkeit, bei diesem neuen System, bei dem JE1220, hat zusätzlich noch die Möglichkeit, das Ganze zu konfigurieren übers Handy, sie scharf zu schalten übers Handy, ganz bequem übers Internet, wenn man unterwegs ist, sie unscharf zu schalten übers Internet, eine Zwei-Wege-Kommunikation durchzuführen, abzuhören, was zu Hause los ist und alles einzustellen an der Anlage. Das kann man aber auch genauso bequem über dieses Touchfeld machen, ohne dass man sich da irgendwas merken muss. Man braucht im Grunde genommen auch nicht mal eine Bedienungsanleitung. So simpel ist das Ganze und wirklich smart. Und mit Alexa und es ist auch, lass mal gucken, mit Google Assistant soll es auch funktionieren. So Alarmanlage an oder Alarmanlage aus oder sowas kann man ins Handy reinquatschen. Das ginge dann auch. Habe ich aber persönlich noch nicht ausprobiert, weil das sind so Funktionalitäten, die sind für mich nicht ganz so wichtig. Weil ich bin da oldschool, ich benutze immer die Fernbedienung, die zum Glück ja auch beiliegen. Also hier in diesem Paket drin sind, in dem Starter-Set. Ja, also eine tolle Anlage. So, jetzt sagte ich ja vorhin schon, jetzt bin ich ein bisschen vom roten Faden abgewichen. Was ist jetzt wichtig, um euer Haus zu schützen? Also, ihr müsst es Einbrechern so schwer wie möglich machen. Und da gehört es nicht dazu, Überwachungskameras hinzuhängen oder eine Alarmanlage installiert zu haben, die das ganze Haus überwacht, sondern dann kommen die Leute ja immer noch rein, als wenn ihr die Fenster offen habt. Sondern ihr müsst erstmal den passiven Einbruchschutz auf die Spitze treiben. Also ihr braucht vernünftige Schlösser, vernünftige Zusatzschlösser. Ihr müsst die Terrassentür müsst ihr verrammeln mit zusätzlichen abschließbaren System. Ihr müsst die Fenster, die in sie wabbelig sind, die müsst ihr verstärken. Das kann schon ein bisschen Geld kosten, aber das ist eben diese passive Sicherheit. Und sollte ein Einbrecher diese Geschichten überwinden,
was natürlich auch mit viel Zeit und viel Aufwand und Gewalt verbunden ist, sollte einer die trotzdem noch überwinden, dann kommen nachher diese Systeme zusätzlich noch zum Einsatz, die das dann auch melden. Das ist sozusagen die sichere Variante. Erstmal so tun, als ob ihr keine Alarmanlage habt. Denkt erstmal dran, schaut euch an, wo sind die Schwächen. Ihr könnt euch solche Firmen auch ins Haus holen. Die sagen euch, da müsst ihr was machen, da müsst ihr auf jeden Fall was machen. Die Haustür ist scheiße, der Schließmechanismus ist scheiße oder einen Zusatzriegel installieren. Terrassentür, ein Riesenproblem, wenn ihr eine Terrassentür habt. Oder eben allgemein Fenster. Fenster und Terrassentüren sind eine Katastrophe. Da müsst ihr auf jeden Fall was machen, hardwareseitig. Aber das kann euch ein Spezialist erklären, das kann euch sogar die Polizei erklären. Wenn ihr wollt, kommt sogar ein Spezialist von der Polizei zu euch nach Hause. Es kommt immer ein bisschen auf die Region an. Lasst euch da beraten und tut das nicht als Nonsens ab, weil es ein bisschen Geld kostet, sondern im letzten Endes spart euch das eine ganze Menge Geld. Und dann ist natürlich so ein System nochmal on the top, nochmal eine zusätzliche Sicherheit. Es verhindert nicht den Einbruch, aber es ermöglicht einen Einbruch sofort zu melden bei der Polizei, dass sie diese bösen Burschen auf die Finger klopfen. Wenn ihr eure passive Sicherheit erhöht habt über Hardware, Schlösser, Riegel, was es alles gibt im Markt, dann könnt ihr euch dran machen, zum Beispiel Kameraüberwachungssysteme zu installieren, die eigentlich mehr so eine dokumentarische Aufgabe haben. Aber auch melden, auch Bewegungserkennung haben, ist ganz klar. Ne? Und so ein System ist durch nichts zu ersetzen. Eine richtige Alarmanlage, die ihr scharf schaltet, die ihr unscharf schaltet. Das muss nicht so ein Hightech-Teil sein. Es muss auch nicht smart sein. Es würde sogar reichen, wenn ihr euch so ein System hier kauft. Hat sich im Preis nicht ganz so viel getan. Es ist ein bisschen günstiger geworden. Das System hat damals, glaube ich, 230 Euro gekostet. Aber in Anbetracht der ganzen Zubehörteile ist das gar nicht so teuer gewesen. Ob ich sie heute so wieder kaufen würde, ich weiß nicht. Ob ich sie empfehlen kann ich sie, aber ich würde sie heute so wahrscheinlich nicht nochmal kaufen. Sie ist aber nicht schlecht. Sie ist wirklich gut, sonst hätte ich die hier nicht 6 Jahre im Einsatz gehabt. Aber mir fehlten da so ein paar Sachen. Also so ein bisschen diese smarte Geschichte, dass sich die Alarmanlage eben, wie gesagt, ins WLAN einbucht und. Das kann die nicht, die M2B. Das kann aber die Multicontrate GSM Wi-Fi Funk Alarmanlage JE1220. Die ist so neu, die gibt's noch nicht mal bei Amazon. Die gibt's wirklich nur bei MKT. Und die ist so neu, da gibt es nur eine Anleitung zum Runterladen aus dem Internet. Und die ist auch nur sehr, sehr grobschlächtig. MKT, die habe ich angeschrieben, ob es da noch eine andere Anleitung gibt, die nur ein bisschen ausführlicher ist und ein bisschen auf diesen ganzen Online-Schraddel eingeht. Weil das ist doch ein bisschen verwirrend im ersten Moment für mich gewesen. MKT hat mir geantwortet und haben gesagt, die sind dabei, den zukünftigen Anlagen, wie gesagt, das geht jetzt gerade erst los. Bei den ersten ist es eben so, dass man online hier so eine grobe Anleitung runterladen kann, aber ihr werdet nachher sehen, wie einfach das eigentlich ist. Aber sie sind auch am Basteln nach einer vernünftigen Anleitung, die sie dem Produkt noch beilegen. Aber das, wie gesagt, das ist so neu, das Teil, dass es das momentan noch nicht gibt. Ist aber auch nicht so schlimm, dafür habt ihr ja mich. Ich zeige euch die Anlage. Was kostet sie? Sie gibt es bei Multicontrate. Ich blende euch hier mal einen Screenshot ein. Sie kostet als Starter-Set Multicontrate JE1220 das Starter-Set 189,90 Euro. Das ist natürlich ein bisschen Geld, ne? Für so einen kleinen Karton. 189,90 Euro. Aber da ist schon alles dabei, was man braucht. 2 Fernbedienungen, ein Sensor, ein Bewegungssensor, ein Bewegungsmelder ist dabei. Und dann kann man schon mal mit dem Ding ein bisschen rumexperimentieren. Und sich dann rausschreiben, so nach dem Motto, wie viel brauche ich jetzt eigentlich? Wie viel weitere Sensoren? Und dann kauft man sich im Markt die entsprechenden Sensoren. Entweder die, die hier beiliegen im Original, die sind echt teuer, weil die auch ein bisschen hübscher sind. Aber sowas am Fenster installiert, bei mir zum Beispiel, ich möchte euch das mal zeigen, diese alten Sensoren, die könnt ihr weiter benutzen. Die könnt ihr auch kaufen. Und ihr seht ja, oder die das alte Video vor 6 Jahren gesehen haben, die wissen ja, dass ich diese Sensoren in Weiß, dass ich die umlackiert habe, dass ich sie an meine Tickfenster unten so installieren kann, dass es nicht auffällt. Die sind quasi unauffällig. Seit 6 Jahren. Also wunderbar. Das ist quasi unauffällig. Bei weißen Fenstern kann man natürlich auch die original weißen nehmen, ist klar. Ne? Ja. Und vor allem, die kosten nichts. Dadurch, dass sie schon so lange im Markt sind. Ne? Das ist natürlich toll. Diese Teile, die finde ich echt geil. Das sind die von der M2B. Die neuen sehen aber ein bisschen hübscher aus. Aber ich würde die immer empfehlen. Da gibt es für 18 Euro 10 Stück von.
für 18 Euro, da bekommt ihr, wenn ihr die beim KT ein Sensor bestellt, nicht 10, sondern einen. Plus Versandkosten natürlich. Und in China in AliExpress ohne Versandkosten für 18 Euro. 10 Stück davon. Also die sind echt billig. Und das gleiche gilt auch für die. Die sind ein bisschen teurer, diese PIR-Sensoren. Die kosten bei AliExpress, glaube ich, 4,50 Euro einer. Geht auch noch. Davon braucht man ja nicht ganz so viele. Das ist für die Raumüberwachung. Würde ich immer in den Flur hängen. Weil wenn Einbrecher irgendwie die Etagen überwinden wollen, dann bohren die ja nicht Löcher in die Decke, sondern dann gehen sie die Treppe rauf. Also packt das irgendwo hin, diese Teile, in irgendeine Ecke, wo der Flur überwacht wird, also wo die Hauptlaufwege sind. Zusätzlich noch, zu dem Fenster natürlich. An jedem Fenster gehört so ein Teil ran. Und die sind echt klasse, die Teile. Ja, kommen wir nachher nochmal in den Details drauf zu sprechen. Und vor allem, sie sind kompatibel. Diese Teile der alten MKT-Systeme kann man genauso hier einbuchen, weil sie alle nach diesem weil die alle diesen EV1527-Chip-Satz unterstützen. 433 MHz, wie gesagt. Kostet 100, also wie gesagt, das Starter-Set von MKT hier kostet, so sieht's aus, kostet 189 Euro direkt bei MKT. Ich bin mir sicher, wenn die nachher in großen Mengen vorhanden sind, also wenn der Markt launcht, der findet nämlich jetzt gerade statt, ich bin wohl mit einer, ich weiß nicht, ob ich der Erste bin, wohl nicht, aber ich bin wohl einer mit der Ersten, der sich das Teil sofort geschnappt hat. Ich habe das gesehen, ich habe gesagt, Alter, muss ich haben. Ein richtig cooles Teil, wenn es denn wirklich cool ist. Na, und da hat man ja eben noch die Möglichkeit, wenn es einem nicht gefällt, dann packt man es an, schickt es wieder zurück. 30 Tage Rückgaberecht ist das, glaube ich, bei Multicom Trade. Das weiß ich jetzt endlich genau. Sind das 14 Tage, 30 Tage? Ist ja wurscht. Sollte einem da irgendwas nicht daran passen, dann kann man es ja immer noch zurückschicken, kriegt sein Geld wieder und fertig. Aber ich verspreche euch, das werdet ihr nicht. Das Ding ist richtig geil. 100, aber 189,90, das ist schon mal die Basisinvestition. Und hier seid ihr mit so einem Komplettset, mit jede Menge Zubehör, seid ihr für 20 Euro mehr dabei. Würde ich aber nicht empfehlen. Würde ich nicht mehr empfehlen, die Anlage. Kauft euch denn, gebt lieber ein bisschen mehr Geld aus. Ein paar Euro mehr sozusagen. Ihr kommt nachher auf den gleichen Preis, wenn ihr die Sensoren, die PIR-Sensoren, davon braucht ihr vielleicht nur 2 oder 3 zu Hause. Aber davon braucht ihr eine Menge. Also da braucht ihr sicherlich 5, 6, 7, 8 Stück für jedes Fenster ein. Ja, da würde ich sagen, kauft euch die Anlage und kauft euch die Sachen bei AliExpress und dann habt ihr genau den gleichen Preis, den ihr für dieses System jetzt zum Beispiel bezahlen müsstet. Das ist ein bisschen teurer. Ja, aber gut, bewährt. Ja, also wie gesagt, alle Teile, die in diese Alarmanlage eingebracht werden können, man kann 200 Sensoren hier einwählen. Der kann 200 Sensoren verwalten. Man kann aber noch viel, 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 viel mehr machen mit der Anlage. Also ich kann mich hier echt fusselig sammeln. Das kann auch wieder ein 3-Stunden-Video werden. Ich hoffe, es wird nicht so lang. Ich werde das Ganze versuchen, so kurz wie möglich und so knackig wie möglich zu machen. Im Rahmen meiner Fähigkeiten, was kurz und knackig angeht. Ich kann ja nur lang und schmackhaft. Also EV1527 ist der Chipsatz. Und das bedeutet, alle 1527er Chipsätze sind mit der neuen Anlage kompatibel. Das bedeutet natürlich auch, solltet ihr schon ein MKT-System haben, wo ihr die ganzen Sensoren schon verbaut habt, braucht ihr nicht abbauen und gegen neue ersetzen, sondern ihr könnt sie weiterverwenden mit der neuen Alarmanlage. Sie besitzt GSM, also sprich, man kann eine SIM-Karte da einbauen. Sie bucht, diese SIM-Karte bucht sich ins GSM-Netz ein, also E-Plus-Netz, 2- und 4G-Netz. Gibt es noch 2G? Keine Ahnung, jedenfalls 4G-Netz. Und ja, also ist immer im Netz Standby und sollte ein Alarm ausgelöst werden, kann man in der Anlage spezifizieren, können bis zu, was waren das, 6 Rufnummern? Ich glaube 6, bis zu 6 Rufnummern hinterlegt werden, die einzeln angerufen werden. Also im Alarmfall wird dann klingelt das Handy direkt, als wenn mich jemand anruft, also in Echtzeit. Aber man kann das natürlich auch dadurch, dass die Anlage sich mit dem WLAN verbinden lässt, dass sie smart ist, also sie geht über 2 Wege sozusagen ins Netz. Einmal mittels SIM-Karte, dass sie physikalisch Telefone anruft oder SMS rausschickt, geht auch. Und zweitens auch noch Push-Nachrichten aufs Handy raufballert. Das ist natürlich auch nicht übel. Was natürlich ein bisschen doof wäre in diesem Falle, die Alarmanlage ist mit dem Router verbunden, ist im Internet. Und bei einem Einbruch meldet sie einem per Push-Nachricht in Echtzeit, dass ein Sensor ausgelöst hat. Sie sagt auch, da sieht man auch, welcher Sensor ausgelöst hat, welche Gruppe.
Das ist natürlich eine gute Geschichte. Aber jetzt sagen wir mal, der Strom fällt aus. Ja, man hat einen Stromausfall und dann kommt der böse Einbrecher. Ja, was macht die Anlage dann? Ja, dann könnte sie nämlich nichts machen. Bei einem Stromausfall wäre das dann egal. Beim Stromausfall schaltet die in den Notstrombetrieb. Da ist nämlich ein Akku eingebaut, der, ich glaube, 5 Stunden hält. Ja, da ist ein Akku eingebaut, der 5 Stunden hält. Also sprich, bei einem Stromausfall bleibt das Gerät an. Dadurch, dass da springt der Akku, der Notstromakku sozusagen ein. Das ist das gleiche hier. Hier ist nämlich auch ein Akku drin. Das habe ich euch ja vorhin schon gezeigt. Die alte Nickel-Metallhydrid-Akkus noch. Hier ist auch ein Notstromaggregat drin, was so einen Stromausfall kompensiert. Und die Anlage bleibt natürlich im E-Plus-Netz. Das heißt also, sie ist weiterhin alarmfähig. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Also verlasst euch nicht nur auf euer WLAN. Das WLAN kann ja auch gestört werden mittels ganz einfacher Tricks, sondern das Ding arbeitet sozusagen parallel. WLAN und GSM. Ja, das ist schon mal eine Hausnummer. Das ist ein Riesen-Improvement, also ein Riesenvorteil im Vergleich zu der alten Anlage, die nur im GSM-Netz läuft. Was nicht das Schlimmste ist. Das ist ja in Ordnung. Aber die Bedienung, die Konfiguration leidet ein bisschen und es ist eben nicht, man bekommt keine Push-Nachrichten. Sie funktioniert genauso. Sonst hätte ich die hier nicht 6 Jahre betrieben. Rund um die Uhr. Aber das finde ich ein bisschen schöner. Wie schön, das zeige ich euch nachher. Also sie arbeitet per GSM, so wie die alte Anlage, und zusätzlich noch per Wi-Fi, also WLAN. Besitzt ein Touchpanel, komme ich gleich noch zu, besitzt ein 4,3 Zoll IPS Touchscreen, was wirklich gut funktioniert, also astrein. Lässt sich komplett konfigurieren über dieses Touchscreen. Allerdings, wenn man es natürlich ins WLAN reinbringen will, braucht man sein Handy dazu. Wie das nachher funktioniert, zeige ich euch. Ansonsten kann man hier alles anlernen, ablernen, sozusagen, ja, Sensoren anlernen, Sensoren löschen. Das kann man alles über das Touchscreen machen, die Uhrzeit einstellen und. Komplett. Man kann die komplette Einstellung machen über das Gerät selbst. Völlig easy, völlig einfach. Das nennt sich, glaube ich, Xsense UI oder sowas irgendwie. Da gibt es einen Namen für. Und das ist wirklich smart und clever gelöst. Nur das reine Gerät. Man kann aber auch mittels App das genau das gleiche, was man hier an den Geräten machen kann. Sensoren anlernen, Sensoren ablernen und. Die Anlage komplett konfigurieren, so wie man es auch in der Anlage selbst kann, per App. Das ist mir natürlich sehr, sehr sympathisch und das ist ein ganz bequemer Weg, denn man installiert die Anlage an dem Installationsort schon fest und kann über die App sozusagen die Sensorkonfiguration durchführen oder die ganze Anlage umkonfigurieren. Also astrein, besser geht ja gar nicht. Also ganz, ganz toll, zeige ich euch nachher. Sie beherrscht Alexa, Works, also hier steht es ja auch drauf, Works with Alexa, zeige ich euch nachher. Und eben den Google Assistant. Alexa habe ich hier nicht und Google Assistant interessiert mich nicht. Habe ich noch nicht rausgefunden, wie das funktioniert, soll aber auch gehen. Kann man sich an MKT wenden. Multicontrate hatte ich auch schon ein paar Fragen. E-Mail-Kontakte mit Multicontrate bezüglich dieser Sensoren, weil da kann man in den Sensoren hier auch noch eine ganze Menge neu konfigurieren über so kleine Jumper. Zum Beispiel auch die LEDs, dass die LEDs nicht ständig angehen, wenn er auslöst. Ich kann es euch ja mal zeigen. Ich lege jetzt mal eine Batterie rein. So, Moment. Ups. So, das ist ja hier die Elektronik, die alte. Da kommt hier die Batterie rein. So, jetzt ist hier die Batterie drin. Jetzt lasse ich den Strom. So, und wenn ich jetzt hier beigehe, dann seht ihr das schon. So, und jetzt löse ich mal aus. Zack. So, und das geht natürlich nach einer Weile wieder aus. Ist natürlich jetzt mit nichts verknüpft und die Anlage ist aus. Normal, wenn ich die jetzt in Alarmzustand hätte, würde er hier losbimmeln. Ja, also, das kann man ausschalten, dass er trotzdem noch läuft, aber ich finde das ganz sinnvoll, weil so sieht man zum Beispiel auch, ob er noch funktionsfähig ist. So könnte man wahrscheinlich die Standzeit der Batterie nochmal um ein paar Wochen erhöhen. Wie das geht, kann man sich von MKT erklären lassen, was man da umstecken muss, wenn man es ja möchte. Besitzen zwei Wege Audio, finde ich nicht ganz so spannend. Leute abhören und mit den Leuten sprechen, das ist wie mit den Überwachungskameras. Also völlig albern die Funktion, aber könnte man auch. Und natürlich genauso wie hier auch eine Sabotagevorrichtung. Warte mal, hat das Ding eine Sabotagevorrichtung? Ich glaube ja. Ich weiß es gar nicht. Hat das Ding hier eine Sabotage? Ich glaube ja. Hier oben meine ich irgendwie. Aber nagelt mich da jetzt nicht drauf fest, ob das Ding jetzt auch sabotagefähig ist. Also hier ist es jedenfalls so, wenn man das Ding an der Wand montiert und jemand nimmt es von der Wand, dass er sofort einen Alarm rausfeuert. Ne?
Aber der ist so klein, ihr werdet es gleich sehen, den kann man ganz wunderbar verstecken. Und dadurch, dass man es mit dem Handy bedienen kann und komplett konfigurieren kann, braucht man das Display eigentlich auch gar nicht mehr. Man packt das Ding einfach irgendwo im Flur in irgendeine Ecke, in irgendeinen Schrank rein oder schmeißt es hinter den Schrank, lässt es da liegen und einfach arbeiten. Ne? Ihr werdet es gleich sehen, also das ist wirklich genial. Also ganz, ganz toll. Ne? Also hat auch noch eine, wenn ihr es an der Wand machen wollt, so dekorativ, hat auch noch eine Sabotagevorrichtung. Sprich, wenn da jemand dran rumfummelt und das von der Wand nehmen will, überhaupt kein Problem, denn schlägt es sofort an und sagt, Achtung, hier hat jemand an dem Gerät rumgefummelt. Beherrscht 10 Sprachen. Das war hier auch anders. Hier, das Ding beherrscht nur Deutsch. Kann nur Deutsch, kann auch nicht umkonfiguriert werden. Für uns sollte das ja eigentlich reichen, für uns Deutsche, dass er Deutsch spricht und nicht Englisch oder Chinesisch oder ja, ne? Sondern ja, das Ding beherrscht nur Deutsch, aber wenn man zum Beispiel irgendwie aus Spanien ist oder Italienisch mag oder sowas oder Italienisch zu Hause spricht, kann die Anlage auch mit einem Italienisch sprechen. Und wenn man Chinese ist, hier in Deutschland, kann die Anlage auch Chinesisch mit einem sprechen. Wenn man es da möchte, kann man alles einstellen. Besitzt ein, wie hier auch, wie bei der alten Anlage, ein, natürlich nicht so ein riesen Monster-Agopack, so oldschool-mäßig, aber funktioniert auch wunderbar. Also kann ich echt nicht rummosern. In den 6 Jahren hatten wir da mal einen Stromausfall. Ich glaube doch, zweimal. Zweimal hatten wir einen kurzen Stromausfall. Ja, die Anlage lief dann einfach weiter. Wunderbar. Über den Akkubetrieb hier. Hat die Anlage hier natürlich auch. Also sie ist notstromfähig. Bis zu 5 Stunden. Das ist ein kleiner 500 mAh Lithium-Ionen-Akku. Eingebaut. Ein LiPo 3,7 Volt. 1S-Akku. Und das ist natürlich interessant. Weil wir werden die Anlage nachher auch noch zerlegen. Ich muss es euch zeigen. Das könnte man auch noch pimpen, falls einem das mit den 5 Stunden nicht reichen sollte. Könnte man da, wer ein bisschen sportlich ist, kann da auch noch einen größeren einbauen, einen größeren 1S-Akku und hätte dann natürlich noch eine größere Standzeit. Das ist natürlich immer wichtig, wenn hier Spezialakkus eingebaut sind, dass es keine super Spezialakkus sind, sondern dass es Akkus sind, die man ganz normal im Markt für kleines Geld, am besten für Centbeträge, kaufen kann, um einen verschlissenen Akku, einen verschlissenen Lithium-Ionen-Akku auch mal irgendwann zu ersetzen. Aber ich habe es hier ja gesehen, in den 6 Jahren, dieser Akku hier ist immer noch fit. Der funktioniert immer noch ausgezeichnet. Ob der nun wirklich jetzt, ich weiß nicht, wie viele Stunden hier angegeben waren, ob der wirklich seine komplette Standzeit durchhält, das habe ich nicht ausprobiert. Jetzt müsste ich sie anmachen, hier stehen lassen und gucken, wann er anfängt rumzupöbeln, von wegen mein Akku ist leer. Aber wie gesagt, funktioniert. Sonst wird sie jetzt auch nicht angehen, weil wenn ich sie jetzt anmache, wie gesagt, läuft alles über den Akku, der hier eingebaut ist. Das würde er nachher auch anzeigen, dass der Akku leer ist. Habe ich nicht gegengeprüft, interessiert mich nicht. Aber es ist immer wichtig, weil wenn der mal hin ist und ihr legt Wert auf diese Funktionalität, die ja nicht schlecht ist, könnt ihr euch natürlich einen eigenen Akku konfigurieren. Das ist hier natürlich ein bisschen fummelig, weil ihr müsst 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zellen müsst ihr euch zusammen konfigurieren. Und ja, ist ein bisschen mit Arbeit verbunden. Das ist hier bei der neuen Anlage wesentlich einfacher. Ich zeige euch das nachher noch. Wir werden sie noch öffnen. Macht es nicht, ich zeige es euch nur der Vollständigkeit halber. Also da bin ich ja immer neugierig. Hat natürlich auch was damit zu tun, kann ich der Anlage eine Empfehlung aussprechen. Ist sie langzeitstabil, könnte man sie 10 Jahre lang benutzen? Sollte der LiPo nach 5 Jahren sterben, kann man den einfach austauschen? Ja, kann man. Völlig easy. Sowas finde ich natürlich geil, da mal nachzuforschen, wie ist das Ganze auch technisch gelöst. Völlig simpel, simpel und gut. Ja, 189 Euro. Was bekommen wir für 189 Euro? Klar, man bekommt die Alarmanlage, das Modell JE1220. Mit dabei liegen hier natürlich ein paar Sachen. Und hier, ich lese euch mal den Lieferumfang vor. Einmal die X-Smart Home Alarmanlage. Dann die JE, also Lieferumfang X-Smart Home Alarmanlage. Damit ist wahrscheinlich der Karton gemeint. In dem Karton liegt die JE1220 Hauptzentrale, das ist das Modell hier vorne, zeige ich euch gleich. Ein Bewegungsmelder, also ein moderner Bewegungsmelder, ein moderner Tür und ein modernes Tür- und Fensterkontakt-Set, also sowas hier, also so Tür- und Fensterkontakt-Set, bloß da schöner, ein bisschen moderner halt, ne? Aber dann auch teurer, wenn ihr da mehr davon haben wollt und auch ein bisschen moderner als der hier. Das ist hier eher so ein PIR-Bewegungsmelder. Der 9 Volt Blockbatterie, die kommt hier unten rein. Also völlig simpel alles. Aber manchmal simple Sachen sind immer gut, weil sie sind günstig, sie funktionieren sehr, sehr gut und ja, das mit den Antennen fand ich schon damals vor 6 Jahren ziemlich albern.
um die Reichweite zu erhöhen. Braucht man alles gar nicht. Die Dinge haben eine Mordsreichweite. Das geht. Das ganze Haus hier habe ich hier ausgerüstet. Ne? Ohne, dass ich da irgendwelche Antennen ausziehen muss. Wie gesagt, sie funken im 433 MHz Netz. Zwei Fernbedienungen sind dann dabei. Das nennt sich hier Fernsteuerung. Das sind diese Fernbedienungen, die ich euch vorhin gezeigt habe. Eine Innensirene, und zwar sowas hier. Diese Innensirene, die habe ich auch an der hier dran gehabt. Die wird hier hinten verschraubt. Und also wenn die losgeht, Leute, dann fliegen euch die Ohren weg. Deswegen habe ich mir hier schon Karton hingelegt. Ich werde nachher die Innensirene des neuen Systems hier in diesen Karton irgendwie einbauen, damit wir hier nicht taub werden. Und damit hier nicht die halbe Nachbarschaft aufgeweckt wird. Also diese brutal laut. Also wenn die Sirene losgeht, ey, heftig. Eine Innensirene und ein Netzteil mit USB-Kabel liegt auch noch bei. Hier liegt auch ein Netzteil, aber ohne USB-Kabel, sondern das wird auch mit so einem kleinen Stecker eingesteckt in die Alarmanlage hier. Hier läuft es per USB ein bisschen moderner. Und hier ist es auch so, dass die SIM-Karte hier, Oldschool-SIM, also hier ist die SIM-Karte als groß drin. Ich hole sie hier mal raus. Genau. Und hier seht ihr die SIM-Karte schon. Das ist die Oldschool-SIM-Karte. Also hier so ein riesen alter Slot drin. Funktioniert auch einwandfrei. Ich lasse sie mal da raus, wir brauchen sie nämlich nachher. Und hier ist es so, dass hier keine vollständige SIM eingebaut wird, sondern eine Micro-SIM. Und das bei den Aldi-Karten ist es so, das kann man so rausknacken. Ne? Ja, das seht ihr hier schon. Kann man hier so rausfummeln. So, jetzt habe ich hier Micro-SIM. Das ist die Größe, die wir nachher brauchen. Und dann werden wir sie da reinstecken. Jo, in diese Anlage. Gut. Ja, hab ich euch wieder zugeschwafelt. Ne? Also das Ding hat 1 Million Funktionen. Ich kann ja mal gucken auf dem Karton, ob da noch irgendwas Wichtiges steht. Hier steht für Haussicherheit und Smart Home Geräte. Das ist in Englisch. Unsere MKT Smart Home Anlage der neuesten Generation mit GSM und Wi-Fi Verbindung übernimmt heute den Part der Schaltzentrale für zahlreiche bereits erhältliche und zukünftige Smart Home Verbindungen. Die MKT Smart Home Funk GSM Wi-Fi Alarmanlage JE1220 mit einem brillanten Farb- und Touchscreen-Display besticht besonders durch sein klares, modernes Design und einer kinderleichten Bedienung. Das kann ich bestätigen, das ist wirklich geil. Die Installation ist in wenigen Minuten auf der Line fertiggestellt. Das ist an dieser Anlage ein bisschen anders. Also wenn ihr euch mit dieser Anlage, wenn ihr diese Anlage konfiguriert, ich habe es in dem Video gezeigt, dann müsst ihr, also es ist auch nicht kompliziert, aber da müsst ihr euch reinfummeln in das System, um zu verstehen, wie funktioniert das Ganze über diese komischen Kurzcodes. Das läuft alles über irgendwelche Tastencodes, das ist alles etwas kryptisch und mit Stern und Raute muss man da arbeiten und also es nervt schon. Ne? Aber man muss es nur einmalig machen und ist die Sache erledigt und dann läuft das. Dann fummelt man da nie wieder dran rum an dem Teil. Also so war es bei mir. Doch einmal habe ich nochmal rumgefummelt. Warum ging das? Irgendwas habe ich da verändert. Ich glaube, ich habe noch einen Sensor hinzugefügt. Wusste ich nicht mehr, wie das ging mit dem Sensor. Und einmal musste ich die Telefonnummer ändern, die Benachrichtigungstelefonnummer, weil ich mir eine neue SIM-Karte für mein Handy geholt habe. Auch von Aldi. Und da musste ich natürlich meine Aldi-Telefonnummer eingeben, dass die Anlage bei einem Alarm meine neue SIM-Karte anruft. Ne? Also die neue Telefonnummer hat. Das war das einzige Mal. Da musste ich dann in die Bedienungsanleitung gucken, die alte Nummer löschen und dann die neue Nummer eingeben. Auch über so einen kryptischen Code, war auch nicht unbedingt so super kompliziert, war dann nachher auch in 3 Minuten erledigt. Aber ich musste halt in die Bedienungsanleitung gucken, das ging nicht aus dem Kopf oder so intuitiv. Das ist bei diesem Modell ganz anders. Also das ist wirklich, wirklich für Laien zu realisieren, das ist eben das Tolle daran. Hier stehen nochmal seitlich nochmal so ein paar Features drauf. Eine 100%ige Wireless-Installation. Naja, also ganz so wireless ist es nicht, weil das Ding braucht ja irgendwo Strom. Also ein Wire hat man, um die Stromversorgung sicherzustellen. Ist aber auch, wie gesagt, notstromfähig. Wenn der Strom ausfällt, läuft sie weiter. Wi-Fi und GSM, zweifache Sicherheit. Finde ich super wichtig. 24/7 Sicherheit. Finde ich super wichtig. Eingangs- und Ausgangsverzögerung kann man hier programmieren. Finde ich persönlich nicht ganz so wichtig. Ich habe keine Verzögerung. Wenn ich die Alarmanlage scharf schalte, denn das mache ich draußen vor der Tür, dann ist sie auch scharf. Und wenn ich sie ausschalte, ist sie auch sofort, ist das ganze System hier aus. Sirene mit 110 dB, also das ist echt brutal, diese kleinen Sirenen. Also täuscht euch da nicht, denkt nicht, das ist hier irgendwelches Spielzeug. Wenn ihr diese Sirene, die gehört jetzt zum MK2, warte mal, M2B zu dem alten System.
wenn die Sirene losgeht und die ist in der Nähe von euren Ohren, dann riskiert ihr echt Ohrenschäden. Seid da ganz, ganz vorsichtig. Also schließt die Sirene ganz zum Schluss an. Sonst, wenn die zufälligerweise losgeht und ihr seid da mit eurem Lauscher da in der Nähe, da riskiert ihr Schäden am Ohren. Also laut ist das Ding. So, hier ist es so, sofortige Push-Benachrichtigung aufs Handy. Das ist natürlich cool. Stromversorgung bei Stromausfall, das ist auch sehr wichtig. Bis zu 200 Sensoren erweiterbar. Das sind nicht nur Bewegungserkennungssensoren, also hier Raumüberwachungsbewegungsmelder oder klassische Tür- und Fenstersensoren, die melden, sondern man kann hier auch natürlich, das gilt aber auch für die hier, für die Anlage, man kann da natürlich auch Sensoren einbuchen, Rauchmelder. Ja, man kann Rauchmelder einbuchen, Wasserleckmelder, man kann eine Außensirene noch mit einbuchen. Das kann man mit der neuen natürlich auch. Und man kann die so konfigurieren, dass diese Wasserleckmelder oder Rauchmelder oder CO2-Melder, dass die immer scharf sind. Das kann man in der Anlage spezifizieren, das kann man natürlich auch in der neuen Anlage spezifizieren. Nicht, dass ihr die Alarmanlage ausmacht, sie ist nicht aus, sondern sie macht nur die Sachen aus, die ihr spezifiziert habt, die ihr ausmachen soll. Und wenn ihr spezifiziert, das ist ein Sensor, der muss immer unter Alarm sein. Wasserleckmelder zum Beispiel, wenn die Waschmaschine ausläuft, also wenn irgendwo Wasser austritt oder eben Rauch austritt oder eben CO2, dass ihr dann auf jeden Fall eine Alarmbenachrichtigung bekommt. Die Sachen dürfen nicht ausgeschaltet werden. Das kann man spezifizieren in der alten Anlage, aber auch natürlich in der neuen Anlage. Zeige ich euch nachher. Also bis zu 200 Stück. Bei 200 ist nachher auch Schluss. Bis zu 200 Sensoren könnt ihr da anlernen. Das ist völlig irre. Gilt natürlich, können natürlich auch 200 Fernbedienungen holen an aus. Ne? Zwei liegen aber bei. Das reicht meiner Meinung nach aus. Oder ihr könnt sie auch nachkaufen. Ich habe euch da ja ein eigenes Video gemacht. Die kosten nicht so viel, wenn ihr nicht unbedingt das Original kauft. Würde ich ja sowieso empfehlen. Komme ich nachher auch noch zu diesen Dingen hier. Bestellt euch nachher als Ersatzteil die hier. Weil die einfach günstiger sind. Die sind saubillig. Da kostet einer 1,80 Euro, ne? Im Vergleich. Wenn ihr die bei Amazon bestellt, seid ihr da, glaube ich, bei 16 oder 17 Euro. Ne? Und wenn ihr die schicken, die hierbei liegen, bestellt, dann ist es sogar noch teurer. Also finde ich echt übertrieben. Die sind, also preislich ist das überzogen. Ne? Aber da verdienen die Hersteller dann auch dran. Ne? iOS und Android-App, einfaches Einrichten, kann ich echt empfehlen. Die Einrichtung ist echt einfach, bis auf das Hinzufügen, weil es genau beschrieben ist, das Hinzufügen ins WLAN, also das Verbinden der Alarmanlage mit dem Router, das finde ich ein bisschen kryptisch, da muss ich ein bisschen experimentieren, bis ich es hingekriegt habe. Steht auch in keiner Anleitung so richtig dabei. Und hat noch eine automatische Update-Funktion, wo eben neue Funktionen, also ein automatisches, wie nennt sich das? OTA, ne? Hat ein automatisches OTA-Update, wo so neue Funktionen hinzugefügt werden. Also das Ding wird hoffentlich auch gepflegt in der Zukunft. Für neue Funktionalitäten. Ja, das ist die Anlage. So, wollt ihr mal sehen, wie groß sie ist? Was ist in diesem Karton drin? Ja, das ist ein Schuber. Und dann ist da noch so ein Umkarton. Und ich mache das jetzt mal auf. Also ist gut verpackt. Dann findet ihr hier noch so ein Installationsguide. Zeige ich euch nachher auch noch. Und dann hier in Englisch, wie man das Ganze ins Netzwerk einbindet. Das Ganze ins Netzwerk einbindet. Also, bei einem deutschen Produkt so einen englischen Flyer beilegen, fand ich auch nicht so günstig. Aber soll noch eine vernünftige Bedienungsanleitung kommen. Und wie gesagt, MKT hat auch schon reagiert. MKT hat schon eine Bedienungsanleitung online gestellt. Findet ihr unter dem Video. Wenn ihr wollt, könnt ihr diese Bedienungsanleitung mal runterladen. Da wird zumindest grob erklärt, welche Funktion was bewirkt. Ne? Ja, das ist die Alarmanlage hier. So sieht sie aus. Hier ist noch eine Display-Schutzfolie drauf, wie ihr seht. So sieht das Ganze aus. Und so tief ist das. Also ich weiß nicht, wie ist das? 10 mm, 12 mm? Ich glaube 12 mm in der Tiefe. Das ist die gesamte Alarmanlage. Jetzt vergleicht mal. Und die kann echt viel. Jetzt vergleicht das mal mit diesem Monster hier. Das ist schon ein Unterschied, ne? Das Ding ist 10-mal so leistungsfähig. Das ist, glaube ich, auch ein 600 MHz Prozessor irgendwie eingebaut, der richtig flott ist. Also das ist schon heftig. Was ist bei dieser alten, bei dem M2B-Modell besser als bei der? Es gibt nur eine Sache, die besser ist. Und zwar hat man hier noch eine Hardware-Leiste. Sollte man irgendwelche Hardware-Sensoren noch anschließen, was ja auch geht.
Das geht bei der neuen Anlage nicht mehr. Das läuft alles per Funk. Da kann man nichts mehr hardwiren. Hier kann man auch Hardwire, also Sensoren sozusagen mit einbinden, die, wenn man zum Beispiel Rolltore runterfährt und sowas, die kann man mit dieser Anlage auch noch connecten. Aber das ist eher für den Hausgebrauch. Diese Anlage ist eher für den Hausgebrauch gemacht. Braucht man meiner Meinung nach nicht wirklich. Also ich habe es auch nicht benötigt. Und ich mache sie mal an und so sieht das Ganze aus, wenn man sie anmacht. So, jetzt verbindet er sich gleich mit meinem WLAN. Jetzt sagt er erstmal, pöbelt er hier rum, von wegen Achtung, du hast momentan keinen Strom. Jetzt kriege ich auch gerade eine Meldung. Moment, ich muss da mal rangehen. Das ist ja schon eine Alarmmeldung. Stromausfall. Ja, ja. Genau. Hier steht jetzt JE1220 Alarmanlage. Stromnetz abgeschaltet. So. Jetzt vorbei. Jetzt habe ich das sozusagen gelesen und damit quittiert. Ihr seht schon, es funktioniert. Also Notstrombetrieb. Sie läuft im Notstrombetrieb und ihr seht auch schon, der hat die Uhrzeit jetzt aktualisiert und das Datum. Das zieht er sich aus dem Internet. Da braucht man sich um nichts kümmern. Das kann man natürlich alles mal manuell eingeben. Dann kann man die Alarmanlage einschalten, indem man hier auf scharf schalten drückt. System scharf schalten. Oder wieder ausschalten. Passwort eingeben. Jetzt muss ich das Passwort eingeben, das ist 1234 Standard. System unscharf schalten. So, und jedes Mal scharf schalten, unscharf schalten, bekomme ich auch noch eine Push-Nachricht aufs Handy, damit ich immer weiß, was mit der Alarmanlage gerade los ist. Aber da bimmelt er natürlich nicht dauernd. Ne? Das sieht richtig gut aus, was die hier gemacht haben. Schaut selbst. Also wirklich ganz, ganz toll. So. Ich mache es mal wieder aus. Wir setzen uns dann auch zurück, damit ich euch zeigen kann, wie man den ganzen Kram anlernt. Denn wie gesagt, ist hier ja nochmal so ein, wie gesagt, so ein englisches Faltblatt dabei, wo so ein bisschen steht, wie, wo was funktioniert und wofür welcher Schlitz ist. Nicht ganz so wichtig. Dann haben wir hier ein Stück Pappe. Und nun kommen wir zu den interessanten Sachen. Also bei liegt eine, diese Tröten kennen wir ja. Ich nehme fast an, das ist fast genau die gleiche. Oder ist es sogar die gleiche? Ja, sieht sehr, sehr identisch aus. Schaut selbst. Das ist von der M2B und das ist die neue Sirene, die mit so einem doppelseitigen Klebepad. Die wird aber hier nun gesteckt und nicht mehr geschraubt, so wie es bei der hier ist. Hardwired. Die wird hier ganz bequem gesteckt in die Anlage. Ich traue mich gar nicht. Wir werden sie dann nachher mal tröten lassen. Also die liegt schon mal bei. Das Ding ist die Hölle, diese kleine Sirene. In der Bude braucht ihr keine andere Sirene. Ihr könnt aber auch außen eine Funkaußensirene noch installieren. Das heißt also, wenn eingebrochen wird, dass nicht nur zu Hause die Hölle losbricht, sondern auch draußen die Hölle losbricht. Also diese klassischen Außensirenen, die blinken und einen Alarmsound rausfeuern, ne? Wo ihr taub bei werdet. Kostet von MKT, ich glaube 59 Euro. Frag mich nicht, was das Ding nur bei AliExpress kostet. Ich will den, aber ich muss es euch, eigentlich muss ich es euch sagen. Also die Sachen kosten bei AliExpress nichts, gerade diese Zubehörartikel. Das ist eben das Tolle dabei. Man muss dann natürlich darauf achten, 433 MHz und eben dieses EV1527, dass dieser Chipsatz verbaut ist, damit die untereinander sprechen können. Kostet alles nichts. Wie gesagt, aber eine Insirene ist vorhanden und wenn die lostobt, das hört auch die Nachbarschaft, glaubt es mir. Dann haben wir hier einmal ein kleines Tütchen. In diesem Tütchen sind drin Dübel und Schrauben. Die werden nachher für die Wandinstallation nachher wichtig. Ein und sogar noch ein Plektron. Ja, dann habt ihr hier einmal ein Ladekabel, ein Mini-USB oder Micro-USB auf Normal-USB Ladekabel. Und dann habt ihr nochmal hier so eine Wandhalterung. Und die Wandhalterung, wo ist die Anlage hier? Die Wandhalterung, die wird an die Wand geschraubt. Die schraubt man, also verdübelt man an die Wand. Und die Anlage wird dann nachher an diese Halterung aufgesteckt. So, und nun wird da auch noch ein Schalter betätigt und nun hat man auch noch so einen Sabotagealarm. Ich weiß gar nicht, ob das, ich kann sie ja mal anmachen, ich traue mich gar nicht. Das habe ich nämlich bisher noch nicht ausprobiert. Dann schalte ich sie mal scharf.
Aber zum Glück hängt hier keine Sirene dran, ne? So, schalte sie scharf. System scharf schalten. Jetzt motze erstmal rum. So. System ist jetzt scharf geschaltet. Und jetzt will ich mal dieses Ding hier entfernen. Ja, jetzt geht aber mein Handy los. Sabotagealarm. Kommt jetzt gleich mal mit. So, Sabotagealarm. Also in Echtzeit, übers Internet, wurde mir jetzt ein Sabotagealarm gemeldet. Die Anlage wird dann natürlich auch ordentlich Alarm machen, wenn jetzt auch noch eine Hupe angeschlossen wäre. Ich wollte es euch nur mal demonstrieren, das funktioniert wirklich. Das Ding ist also, wenn es an der Wand, wenn es an der Wand hängt nachher, das schraubt man an die Wand. Die Anlage klipst man da ran, hier oben wird ein Schalter betätigt und sollte jemand auf die Idee kommen, das Ding in irgendeiner Art und Weise von der Wand runterzureißen, wird gleich ein Sabotagealarm rausgefeuert. Ja, das liegt bei und in eben, wie gesagt, noch so ein Plektron. Zeige euch nachher nochmal im Detail. Dann liegt dabei zwei Fernbedienungen. Ja, die kennen wir auch von der guten alten MKT M2W, ist genau das gleiche. Die üblichen Standard-Fernbedienungen. Die sind richtig cool, wie ich finde. Die machen mir großen Spaß. Weil das Schöne ist, hier lässt sich das Tastenfeld schützen. Sie sind aus Metall, die sind nicht billig, sie fassen sich wertig an. Und sie sind relativ robust, obwohl ich es geschafft habe, eine davon kaputt zu kriegen. Da liegen zwei Stück von bei. Hier ist auch noch eine drin. Zwei Stück. Also hier, so. Zwei Stück. Gut. Das ist auch schon mal abgefrühstückt. Dann liegt dabei ein Fensterkontakt oder ein Türkontakt, je nachdem, wie man sehen will. Ja. Und bei diesen Kontakten ist es so, die werden, das ist jetzt zum Beispiel so ein Tür- und Fensterkontakt. Ich zeige euch nachher nochmal im Detail, wie das Ganze hier mit den Dingern hier funktioniert. Das ist nur, damit der Akku nicht entladen wird, der da verbaut ist. Die werden geklebt mit 3M, hält wie Wachs, wie Teufel, werden an die Fenster oder an die Türen geklebt und das hält auch, glaubt es mir. Das ist hier bei den Dingern hier nicht viel anders. Wobei, an der Eingangstür habe ich den hier verschraubt bei mir. Den Kontakt. Sicherheitshalber. Auch an den Fenstern alles geklebt. Funktioniert ausgezeichnet. Zerstört man sich nicht die Fenster. Und an vielen Fenstern, wenn man Mieter ist zum Beispiel, wenn man eine Mietwohnung absichert, darf man auch gar nicht schrauben. Also ein Wireless Door Window Detector liegt auch bei. Das sind diese etwas, seht ihr schon, etwas moderneren. Und das sind die Dinger Oldschool. Aber eben die Oldschool, die kosten nur 1,80. Und da ist man mal locker 20 Euro los. Die sind richtig teuer. Braucht man aber nicht. Dann hat man hier noch ein Netzteil zu dem Kabel, was ich euch ja gerade gezeigt habe. Nicht, dass ihr denkt, hatte ich vorhin, glaube ich, gesagt, ne? Steckt das in irgendein USB-Steckernetzteil rein. Liegt natürlich auch bei. Hier liegt so ein USB, auch natürlich in weiß, Steckernetzteil bei, wo ihr das USB-Kabel reinsteckt und die andere Seite in eure Alarmanlage. Okay, ist auch dabei. Zeige ich euch nachher auch nochmal im Detail. Und dann haben wir hier noch einen PIR-Detektor. Aber ihr seht schon alles, das sind irgendwelche Zukaufteile, die sind nicht direkt von MKT. Na klar, irgendwelche chinesischen Standardprodukte. Das liegt nochmal dabei. Genauso natürlich wie die Fernbedienung. Hergestellt für Konica. Das ist direkt für MKT hergestellt. Aber diese Sachen hier nicht. Das sind Zukaufteile. Findet ihr in China deutlich 1:1 deutlich günstiger, als wenn ihr sie bei MKT bestellt. So, und natürlich dieser PIR-Sensor, also der Raumsensor mit so einer kleinen Bedienungsanleitung, wie man das Ding zu installieren hat und. Und der sieht auch ein bisschen hübscher aus als dieses Oldschool-Modell. Aber das Oldschool-Modell funktioniert erst rein. Also gibt es echt nichts zu pöbeln. Der sieht natürlich ein bisschen moderner und ein bisschen schicker aus. Hier ist noch so eine Halterung dafür. Und warte mal. So ein kleiner Kugelkopf und das braucht man alles so zusammen. Zeige ich euch nachher noch. Also wenn ihr das jetzt mal ein bisschen vergleicht. Die sind ein bisschen hübscher geworden. Ne? Aber das Ding kostet 4 Euro und da ist man, glaube ich, bei 25 Euro. Das ist teuer. Der ist teuer. Aber man muss ja nicht 25 Euro rausgeben, wenn man es nicht möchte. Ne? So, lass mal gucken hier. So. Stopfe ich hier mal wieder alles rein.
Kriege ich ein bisschen durcheinander hier. So, stoppe ich jetzt erstmal wieder rein hier, den ganzen Kram. So. Also es liegt auch bei. Also es liegt ein Raumdetektor dabei und ein, wie nennen sie es, Door-Windows-Detektor. Jeweils ein. Damit kann man in Ruhe schon mal rumspielen. Und dann eben rausfinden, in wie vielen Räumen brauche ich was. Und das kauft man sich einfach nach. Aber würde ich nicht bei MKT als Ersatzteile kaufen. Könnt ihr natürlich, wenn ihr da Bock drauf habt. Aber das wird teuer. Das wird richtig teuer. So, das packe ich hier mal alles wieder rein. Ist alles vernünftig verpackt. Das liegt alles in dieser kleinen Schachtel, was ich euch gerade gezeigt habe. Die Schachtel muss ich euch ja nicht unbedingt zeigen. Es dreht sich ja nur um die ganzen Geräte hier. So, das packe ich mal. Den Verpackungskram, Müll hätte ich fast gesagt, packe ich mal zur Seite. Ja, könnt ihr noch. Die Lampe richte ich immer besser. Die Lampe richte ich immer ein bisschen schöner aus hier. So. Zack. Ja. Also, ein bisschen hübscher, ein bisschen moderner, was die Sensoren angeht. Finde ich aber persönlich unwichtig. Die Hupe ist die gleiche, aber die Alarmanlage, die ist natürlich der Burner. Ne? Also, was die Baugröße angeht. Was hat diese Alarmanlage? Klar, hier hinten hatte ich ja gesagt, hier ist die Halterung, die Wandhalterung, die auch gleich eine Sabotagevorrichtung ist. Hier oben ist ein Lautsprecher eingebaut. Hier unten sind zwei kleine Schräubchen, die werden wir gleich rausschrauben. Hier ist ein Ein- und Ausschalter. Hiermit kann man die Anlage ein- und ausschalten. Ich mache sie mal wieder aus, nicht, dass ihr gleich wieder rummotzt. Wegen Stromausfall und sowas. Ich arbeite im Batteriemodus. Und dann haben wir hier noch, das ist kein Kopfhörerausgang, sondern das ist der Anschluss für die Alarmtröte hier. So, wenn das Ding abgeht, alter Schwede, dann scheißt ihr euch ein. Das ist wirklich heftig. Darunter, wie gesagt, haben wir unseren USB-Anschluss für die Stromversorgung. Und auf der anderen Seite haben wir einen Mikrofoneingang. Das ist ein Mikrofoneingang. Warte mal. Ja, Mikrofonhol. Mikrofoneingang. Wo war er? Hier. Hier ist der Mikrofoneingang und hier kommt die SIM-Karte rein. Auf der Rückseite seht ihr auch, warum ihr die SIM-Karte reinpacken müsst, damit ihr da keinen Scheiß baut. Ja? Kann man auch gar nicht falsch rum einbauen. Ich zeige es euch nachher. So. Nun wollen wir die Anlage mal öffnen. Dazu schwenken wir mal runter. Das allererste, was wir jetzt machen, das macht bitte nicht nach. Wir öffnen das, um erstmal zu gucken, was ist da so drin und was verbirgt sich in den Innereien. Gut. Was machen wir jetzt? Bis gleich. So, hier ist sie nochmal im Detail, die Alarmanlage. Sehr, sehr flach. Ich glaube 12 mm mit diesen Füßchen hier dran. Das Schöne ist natürlich, dass man diese Alarmanlage im Grunde genommen in den Schrank reinschmeißen kann. Sie muss nicht unbedingt an der Wand hängen. Sie kann, wenn ihr sie mit dem Handy benutzt, da ist sie auch zu 100% genauso konfigurierbar wie über das Touchscreen hier. Man kann sie unsichtbar verstecken. Sie muss nicht unbedingt sichtbar sein. Sieht aber auch schick aus. Das Teil ist echt hübsch gelungen. Und ja, wir werden sie jetzt zerlegen. Dazu werden wir jetzt einen Schraubendreher nehmen. Und mal reingucken, was ist denn da drin? Auch was diesen Notstromakku angeht, ist das Ganze zukunftssicher. Hier seht ihr auch schon Made in China. Ne? Das Ganze ist in China gebaut. Das ist verklipst, das Gehäuse. Interessanterweise liegt dem Ganzen natürlich auch ein Plektron bei, um das Gehäuse zu öffnen. Und ihr kennt mich natürlich. Ich bin natürlich ein Spielkind. Ich will wissen, was ist da drin. So, da greift man dann jetzt hier irgendwo rein und versucht, das ganze Gehäuse irgendwie zu öffnen. Und genau, hier geht schon auf und mache ich auf der anderen Seite. Hier fahre ich auch rüber. Seid da ein bisschen vorsichtig. Oder macht es am besten gar nicht nach. So. Und hier jetzt auch nochmal längs ziehen. Das Plektron liegt bei. Praktisch, praktisch. So, jetzt haben wir das Gehäuse geöffnet. Reißt da nicht dran rum, weil es ist verdrahtet. Klar. Da haben wir einmal den Lautsprecher, den ihr hier seht. Der ist verdrahtet. Und hier sehen wir schon das, was mich interessiert hat. Hier ist ein 1S 3,7 Volt stinknormaler 500 mA 1,85 Wattstunden Lithium-Ionen-Akku verbaut. Das ist der Notstrom-Akku in dem Gehäuse hier. Allerdings hat man hier auch noch ein bisschen Luft. Wenn dieser Akku mal hin sein sollte, kann man sich einen 1S-Akku nachkaufen und den hier einbauen. Und wenn
wenn es kein 500er gibt, kann man sich auch einen 750er nehmen. Hauptsache, es ist möglichst flach und den hier irgendwie versuchen reinzukriegen. Weil genug Platz hat man hier auf der Unterseite. So sieht das Ganze von innen aus. Hier sehen wir noch zwei Antennen. Hier seht ihr eine Antenne hier vorne. Die hier, das ist, und hier vorne sieht man eine Antenne. Das eine ist die GSM-Antenne und das andere ist die WLAN-Antenne. Hier oben ist das WLAN-Modul. Das wird die WLAN-Antenne sein und nehme ich mal an. Und das könnte hier die GSM-Antenne sein. Die wohl auch noch kombiniert ist. Ah ne, drei Antennen hat man hier. Und dann hat man hier noch eine Antenne und das ist wahrscheinlich für die Sensoren. Die im 433 MHz Bereich funken. Klar, WLAN, behaupte ich jetzt einfach mal so, WLAN, GSM und für die Sensoren. Das sind die drei Antennen und weiter ist hier, und viel Elektronik ist hier verbaut, wie ihr seht. Ja, mehr ist hier nicht drin. Hier seht ihr noch den Slot, den Kartenslot, den SIM-Kartenslot und. Also schon so ein bisschen was drin. Das ist auch anständig. So, und dann zusammenbauen und drückt das einfach wieder zusammen. Schraubt die beiden Schrauben hier wieder rein und dann ist man fertig. Das dreht sich nur darum, falls mal irgendwann dieser Lithium-Ionen-Akku hin sein sollte. Keine Ahnung, wie lange der hält. Das werden die jetzt die nächsten Jahre zeigen. Kann man ihn selbst wechseln. Das ist überhaupt kein Problem. Da kann man sich ein Standardmodell holen, irgendwie aus China. Und das verbaut man dann da drin. Völlig egal. Plus, minus, verbinden und feuerfrei. Ist gesteckt, also ziemlich simpel auch zu entnehmen und zu ersetzen. Die kosten nichts. Die kosten auch nur, das sind 1-Euro-Artikel. Also der flache Lithium-Ionen-Akku ist wechselbar. Das ist schon mal wichtig für uns zu wissen. Hier seht ihr die Wandhalterung und hier seht ihr diesen Wandhalterungsauslöser. Der wird mit der Wand verdübelt, mit den Schrauben hier, Schrauben und Dübel. Müssen nicht tief reingehen in die Wand, hat ja eigentlich nichts zu halten, nur dieses Teil. Und an das Teil kommt die Anlage raufgeschoben. So, wenn die dann raufgeschoben ist, wird ein Schalter umgelegt oder betätigt. Jetzt wird der Schalter wieder betätigt und das würde bedeuten, Alarm auslösen. Da fummelt jemand an der Anlage rum. Für mich ist sowas nicht ganz so wichtig. Ich brauche sowas nicht. Aber für euch vielleicht. Dann haben wir hier seitlich das Mikrofon. Dann haben wir hier den SIM-Karten-Slot, wo die SIM-Karte reinkommt. Hier haben wir die SIM-Karte. Das ist eine Aldi-Karte, eine Aldi-Prepaid-Karte. Und hier seht ihr auch schon auf der Rückseite, wenn ich da jetzt dichter rangehe, wie die Karte da installiert werden muss. Hier seht ihr das, wie die SIM-Karte da eingelegt werden muss. Es geht gar nicht anders. Das wäre falsch. Ihr seht hier diese Auskerbung. So rum muss sie rein. Ne? Diese Kerbe hier. Und dann stecke ich sie mal hier rein. Und dann wird die SIM-Karte hier quasi dran. Die müsst ihr mit dem Fingernagel rein, bis es klack macht. Hier war noch nicht richtig. Ein bisschen fummelig. Lange Fingernägel sind von Vorteil. Ich nehme mal eine Pinzette. Sonst fragt eure Frau. Genau, jetzt ist das klack-klack gemacht und jetzt ist sie verschwunden in dem Slot. Seht ihr hier? Und rausholen genauso. Ihr drückt einfach wieder auf die SIM-Karte drauf und dann kommt sie wieder rausgeklipst. Dann habt ihr die SIM-Karte wieder. Ja, weiterer Vorteil ist natürlich, ihr könnt dadurch, dass man die Anlage, dadurch, dass man die Alarmanlage in zwei Modis betreiben kann, einmal mit dem WLAN, mit dem Router verheiraten kann, um sie komplett zu konfigurieren und zu nutzen. Ihr braucht nicht unbedingt eine SIM-Karte. Aber wenn ihr eine SIM-Karte habt, könnt ihr das Ding sogar in euer Gartenhäuschen installieren. Da braucht ihr natürlich irgendwo Strom, um die Anlage zu betreiben. Aber solltet ihr ein Gartenhäuschen haben mit einer kleinen Solaranlage, könntet ihr die Solaranlage dafür benutzen, dass die Solaranlage über die Autobatterien mit einem entsprechenden Spannungswandler hier 5 Volt reinfeuern und euer Gartenhäuschen damit sichern. Und sollte jemand in euer Gartenhäuschen einbrechen, würdet ihr online sofort, dadurch, dass eine SIM-Karte verbaut ist, sofort einen Alarm nach Hause bekommen. Also es ist auch eine Anwendung dafür. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt muss, aber kann man, wenn man es denn möchte. Das ist eben das Tolle an diesem modularen System. Und wenn die Anlage im WLAN drin ist und zusätzlich noch mit GSM arbeitet, hat man doppelte Sicherheit. Dann wird die Alarmierung sowohl per Push-Nachricht rausgehauen, wenn man denn wenn man im Internet stecken sollte mit seinem Handy. Sollte man in einem Funkloch stecken, wo kein Internet ist, bekommt ihr trotzdem noch eine
bei einer Alarmierung über die SIM-Karte einen direkten Telefon anrufen. Das funktioniert ja immer, das wissen wir. Handy, also Online-Verbindung, manchmal ein bisschen schwierig, aber direkt per Handy angerufen werden, funktioniert immer. Das ist eben das Tolle an der Anlage, dieses modulare System. So, machen wir jetzt soweit damit durch. Hier kommt die Sirene ran. Die hier. Die wird hier angeschlossen. Hier wird Strom angeschlossen mit dem beiliegenden Netzteil. Auf der anderen Seite wird die SIM-Karte eingesteckt und das war's. Mir gibt's zur Alarmanlage nichts zu sagen. Gut, haben die Alarmanlage erledigt. Wie gesagt, nochmal, hier ist die Stromversorgung. 220 Volt, 5 Volt Steckerkabel nicht bei. Installationskit, wenn man es an der Wand dübeln will, braucht man noch kleine Löcher bohren, auch dabei. Ein Plektron, falls man das Gehäuse mal öffnen will, so wie ich es euch eben gerade gezeigt habe. Zum Scharfschalten und Unscharfschalten für den Schlüsselbund. Klassische zwei Stück natürlich, 1, 2, 2 Fernbedienungen, die man anlernen muss natürlich, wie man alle Geräte anlernen muss. Die sind natürlich jetzt angelernt. Ich werde die Anlage aber gleich platt machen. Ich werde euch alles von vorne zeigen, wie es geht. Ja? Die sind richtig gut, die Teile. Die haben mal 10 Euro, 9,90 Euro gekostet bei Amazon und MKT. Die sind teurer geworden. Die kosten jetzt, glaube ich, 16. Alles teurer geworden. Aber ihr könnt sie natürlich auch für kleines Geld in China kaufen. Überhaupt kein Problem. Schaut unter dem Video in die Videobeschreibung. Das sind die beiden Fernbedienungen, die beiliegen. Da muss ich nicht weiter drauf eingehen. Ich muss doch weiter drauf eingehen. Weil, also hier, die hat 4 verschiedene Tasten mit 4 verschiedenen Funktionen. SOS-Funktion und. Aber für uns interessiert wahrscheinlich nur Scharfschalten und Scharfschalten. Das sind die einzigen beiden Funktionalitäten, die in der Regel von euch genutzt werden. Na, und die Sonderfunktion, okay. Das braucht. So, 2 Stück liegen bei. Dann dieser Fensterkontakt. Der ist schick, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit den entsprechenden 3M Klebeband. Backt's wie Teufel. Das wiegt auch nicht viel, das Zeug. So. Und da möchte ich jetzt mit euch ein bisschen dichter rangehen. Das ist jetzt ein Fensterkontakt. Funktioniert ganz einfach. Ihr seht es schon hier ist so ein kleines Dreieck aufgemalt. So, wenn ich den jetzt nach oben ziehe, komme ich an die Batterie ran. Zack. So, jetzt wäre dieser Sensor quasi scharf. Würde er funktionieren. Und dann seht ihr hier auf der Seite bei dem Sensor noch ein kleines Dreieck. Und genau das gleiche auch bei dem Magneten oder was das hier sein soll. Magnet ist das, glaube ich, nicht. Ein Stück Metall ist da, glaube ich, drin. Seht ihr auch noch ein Dreieck. Diese beiden Seiten, also Dreieck an Dreieck, die gehören zusammen. Dann seht ihr schon, er löst aus. Ja. Die müssen auch nicht unbedingt direkt zusammen. Also da kann man schon ganz schön Abstand halten. Kommt ja auch immer auf eure Fenster drauf an. Manchmal kann man die nicht so direkt aneinander schrauben. Manchmal muss man ein bisschen Abstand halten. Das habe ich bei mir hier auch in der Bude. Und ihr seht, es funktioniert trotzdem. Wo dann nachher der Maximalabstand liegt, müsst ihr ausprobieren. Also ein Zentimeter geht immer. Seht ihr? Funktioniert. Den lasse ich mal draußen. Den brauchen wir nachher. Und dann haben wir natürlich noch, übrigens, dieser Sensor hier, dieser Fenstersensor, das ist der neue. Die sind recht teuer, wie ich finde. Und das sind die von der M2B. Die von der M2B, die funktionieren im Grunde genommen genauso. Seht ihr? Bloß der ist hier sehr teuer und die sind saubillig. 10 Stück kosten davon 18 Euro. Funktioniert genauso gut. Genauso wie die hier. So. Und ihr seht es auch schon, wie ich sie auslöse, sie leuchten, ne? Dann gehen sie wieder aus. Sie hauen Signal raus. Gut, schauen wir uns nachher ein bisschen genauer an. Und dann haben wir natürlich noch den PIR-Detektor, also sprich den Bewegungserkennungsdetektor. Da liegt auch noch eine kleine, so eine Art Bedienungsanleitung dabei,
wo man das Ding am geschicktesten platzieren muss, um eine vernünftige Erkennung zu haben. Ne? Und so ein paar taktische Daten. Dass das Ding mit einer 9 Volt Blockbatterie betrieben wird. Also völlig simpel. So. Den möchte ich euch auch nochmal näher bringen. Das ist dann doch schon eine ganze Menge mehr hier drin. Klar, weil das Teil muss an der Wand befestigt werden. Ihr könnt das natürlich auch an Nagel ranhängen. Seht ihr hier? Das würde im Zweifel auch funktionieren. Und dann klippst ihr hier nur noch den hier hinten rein. Den schiebt ihr hier rein. Diesen Kugelkopf. So. Und das Ganze drückt ihr nachher nur noch, wenn es an der Wand hängt, hier so rein. Ja, habt ihr gesehen? Es macht Klack. Und dann ist es nachher hier drin. Vielleicht schlau, wenn man es vorher macht. So. Das ist alles im ersten Moment sehr starr, weil es natürlich auch neu ist. So. Und dann könnt ihr das dann hier frei, wenn es an der Wand hängt, frei ausrichten. Ne? So. Mach es mal wieder auseinander. Und dann versuche ich das mal hier wieder rauszukriegen, ohne es kaputt zu machen. Zack. Na, also, wenn es neu ist, ist es echt stramm. Aber das ist ja auch okay so. Also das Ding als erstes an die Wand bringen, irgendwie. Aber es würde auch reichen, wenn ihr einen Nagel nehmt. Ihr könnt das Ding auch an den Nagel hängen. Da müsst ihr nicht unbedingt ein großes Loch bohren, dass ihr die Dübel braucht. So, jetzt war doch gerade mein Akku leer. So, wie bekommt man jetzt diese 9-Volt-Block-Batterie hier rein? Hier oben habt ihr so einen kleinen Hebel. Und wenn ihr den drückt, sollte sich das irgendwie öffnen lassen. Das ist alles ein bisschen, das ist echt fummelig. Das ist alles nicht so einfach. Jetzt ging's. Habt ihr gesehen? Gewusst wie. So. Und dann seht ihr hier schon eine 9 Volt Blockbatterie drin. Die schon verbaut. Braucht ihr um nichts kümmern. Und das ist die gesamte Technik, die dahinter steht. So, und das könnt ihr dann einfach wieder alles zusammenbauen hier. Irgendwie versuchen hier reinzudrücken. Ja, genau. Habt ihr gesehen? Funktioniert. So, und wie schaltet man das Ding ein oder schaltet man das Ding scharf? Indem man es einfach, habt ihr hinten noch so einen Knopf, on-off, hier. Und dann seht ihr schon, leuchtet. Dann wäre er scharf und würde dann entsprechend auslösen, ne, wenn da Bewegung ist. Aber ich mache ihn mal wieder aus. Also er ist sofort einsatzfähig. Plus eben, wenn er nachher leer ist, dann müsst ihr die Batterie irgendwann wechseln. Und das funktioniert hier über diesen Hebel hier oben. Das ist also das beiliegende Teil. Ist auch recht teuer. Ich finde, von der alten Alarmanlage, diese alberne Antenne, wie gesagt, die braucht man nicht. Ich finde die irgendwie schöner. Die werden, da liegt eine Schraube bei. Da wird eine 9 Volt Blockbatterie eingelegt. Der Deckel wird zugemacht. Hier kommt eine Schraube rein zum Verriegeln und ist mal fertig. Sowas liegt natürlich auch bei. Genau das gleiche. Das ist sogar kompatibel. Ja, sogar kompatibel. Genau das gleiche System liegt natürlich auch bei. Plus eben noch zusätzlich, wie gesagt, hier oben die Schraube. Und dann hat man hier auch einen On-Off-Schalter. Ein, aus. Und wenn Batterie leer ist, dann wechselt ihr die Batterie. Hält aber lange. Und ja, das war's. Das Ding kostet 4,50 Euro den Dreh bei AliExpress. Wenn ihr den kauft, dann seid ihr, glaube ich, 25 Euro los. Die sind richtig teuer, die Dinger. Also, meine Idee wäre, kauft lieber sowas. Und meine Idee, auch was die, genau, was den Fenster- und Türsensor angeht, kauft euch sowas. Anstatt einen davon, bekommt ihr 10 davon. Ist genau das gleiche. Sieht bloß ein bisschen größer aus. Ist ein bisschen größer. Ja, aber funktioniert genauso gut. Seit 6 Jahren benutze ich die Sachen. Aber es ist nur eine Idee, müsst ihr natürlich nicht unbedingt machen. Also das ist eben, wie gesagt, der Raum, der kommt in irgendeine Raumecke, den winkelt ihr dann entsprechend an. Würde ich in den Flur packen, in diesen strategisch interessanten Bereichen. Könnt ihr natürlich auch ins Wohnzimmer in die Ecke packen, dass er das Wohnzimmer so ein bisschen ausleuchtet. Jo. Aber ganz so viel von den PIR-Bewegungssensoren braucht ihr eigentlich nicht. Also mit 2 oder 3 maximal seid ihr ganz gut bedient, für so ein Einfamilienhaus zum Beispiel. Wovon man eine ganze Menge braucht, sind natürlich diese Fensterdetektoren. Weil jedes Fenster braucht so einen Detektor natürlich, klar. Ne? Und jede Tür und jede Terrassentür braucht so einen Detektor. Da würde ich echt empfehlen, die günstigeren Modelle, weil das geht echt ins Geld. Das sind wohl doch kleine Magnete, so. Ich sehe gerade, wie sie sich anziehen hier.
Okay, das war das. Ja, dann kommen wir jetzt zu dieser komischen Smart Security Panel Kit Touch Version zum Quick Guide. Der Beil liegt noch in dem Karton. Hier seht ihr nochmal alles das, was ich euch eben gerade erzählt habe. Ein- und aus. Wie gesagt, hier ist noch der Ein- und Ausschalter. Den hatte ich euch vorhin, glaube ich, gar nicht gezeigt. Um die Anlage auch physikalisch auszumachen. Dann funktioniert sie natürlich nicht mehr. Und auch was die LED hier on angeht, wenn man sie anmacht, was diese Farben angeht. Seht ihr, leuchtet jetzt grün. Dann rot. Und was das denn bedeutet, ne? Rot bedeutet Arming, Yellow bedeutet ist gearmt. Also wenn das Ding im Alarmmodus ist, leuchtet die LED gelb. Und grün bedeutet disarmed. Also wenn die grün ist, ist alles frisch, dann könnt ihr alle Türen und Fenster aufmachen, so wie ihr wollt. Im Yellow-Modus bedeutet sie scharf. Und rot bedeutet, sie ist gerade dabei, sich scharf zu schalten. Wenn er gelb-grün blinkt, bedeutet das Alarmverzögerung. Wenn er rot-grün blinkt, bedeutet das Verzögerung bei der Alarmierung. Kann man auch noch einstellen, dass er nicht sofort alarmiert, sondern 30 Sekunden wartet nach dem Einbruch. Um die Verbrechers in Sicherheit zu, na, wenn sie das Fenster aufbrechen, dass nicht sofort der Alarm ausgelöst wird, sondern mit einer leichten Verzögerung. Macht manchmal Sinn. Gibt da gewisse Konfigurationen, wo sich das vielleicht unter Umständen anbietet, dass wenn sie die Terrassentür aufbrechen, dass man sagt, pass mal auf, warte noch 5 Sekunden und erst wenn sie in der Bude sind, soll die Hölle losbrechen. Nicht sofort, sondern sobald sie in der Bude sind. Dann werden sie kalt erwischt. Ja, und dann hat man noch die Rückseite dieses Zettels und da steht quasi drin, wie man sich in die Anlage sozusagen einwählt, was es für Optionen gibt. Ja, genau. Welche App man runterladen muss, wo man hinklicken muss, um die Anlage mit dem Router und dem Internet und seinem Smartphone zu verbinden. Das werde ich euch nachher zeigen. Also die fand ich ein bisschen blöd, die Anleitung. Also das geht besser. Habe ich auch MKT schon geschrieben, dass ich diese Anleitung echt scheiße finde. Ne? Dass es echt zu wenig ist. Und das, was man runterladen kann, diese Anleitung hier, da steht eigentlich auch nochmal alles drin. Zu den einzelnen, also wirklich nur in groben Schritten, was bedeutet, welcher Menüpunkt, hier sieht man es auch nochmal, den Zustand der Farben und welche Menüs es da gibt in dem System. Das ist schon eine ganze Masse, das meiste werdet ihr wahrscheinlich gar nicht brauchen. Ja, diese Alarmanlage kann 200 Sensoren nutzen. Ich möchte, bevor mein Handy komplett durchdreht, möchte ich die Alarmanlage in den Auslieferungszustand zurückversetzen. Das werden wir mal machen. Dazu gehe ich ins Menü, sage Einstellung. Passwort eingeben. Genau, das ist Format bedeutet das System formatieren, also zurücksetzen. Er hat zwei Passworte, einmal normale Stand, das kann ich euch mal zeigen. Ich setze sie erstmal zurück. 9, 8, 7, 6. Bumm. Neu starten, formatieren. Also ich will das System nicht neu starten, sondern ich will es jetzt formatieren. Sprich, aus hier Zubehöreinstellungen erhalten bleiben. Nein, er soll alles zurücksetzen. Das System wird zurückgesetzt. Jetzt sagt mein Handy auch gleich nichts mehr, weil mein Handy es nicht mehr kennt. Das ist der erste Start. Beim ersten Start werdet ihr gefragt, welche Sprache soll das Ding mit euch quatschen? Deutsch. So. Nun zeige ich euch mal so das grobe Menü, was man alles an der Anlage selbst machen kann. Also wir haben hier einmal, sie ist jetzt scharf geschaltet. Ich schalte sie mal unscharf. Das Standardpasswort ist 1234. Das kann man natürlich noch verändern. 1234. Hat zwei verschiedene Passworte. Einmal ist das, damit nicht irgendeiner das System manipulieren kann, braucht er das Kennwort. Das kann man natürlich verändern. Defaultmäßig ist es 1234. Hier haben wir dann so ein Wappen, wenn ich scharf schalte. Evakuieren. Habt ihr gehört? Bitte während der Scharfschaltverzögerung evakuieren. Jetzt haben wir noch 32 Sekunden lang Zeit, können wir die Sensoren betätigen, ohne dass ein Alarm passiert, das Haus zu verlassen. Finde ich aber albern. Ich mache die Anlage immer scharf, wenn ich das Haus verlasse. Aber das kann ja jeder einstellen, wie er will. So, das System ist jetzt scharf geschaltet und das Wappen ist orange geworden. Das könnt ihr gar nicht sehen, weil hier mein Weißabgleich falsch ist. Jetzt kann ich es auch wieder unscharf schalten. System unscharf schalten.
Genau. Wenn ich zu lange warte, dann werde ich wieder nach dem Passwort gefragt. Also wenn ich das Passwort einmal eingegeben habe, habe ich, ich weiß nicht, 2-3 Minuten Zeit, hier Veränderungen vorzunehmen. Dann werde ich wieder erneut nach dem Passwort gefragt. Also das ist einmal das Wappen. Wenn das Wappen so orange leuchtet, weiß man, das System ist scharf. Wenn es weiß leuchtet, weiß man, es ist unscharf. Dann gibt's, also das ist dieses Scharfschalten. Bitte während der Scharfschaltsystem unscharf schalten. Oder unscharf, ne? Scharf, unscharf. Und dann gibt's noch den Hausmodus, da komme ich nachher drauf zu sprechen. Der Hausmodus sagt, ich bin im Haus, schalte mir bitte Sensoren, schalte einige Sensoren, lass sie weiterhin scharf. Aber zum Beispiel die Bewegungserkennung hier, zum Beispiel diese PIR-Sensoren, weil ich im Haus rumrenne, die schalte bitte unscharf. Ne? Aber die Fenstersensoren in Stockwerk 1 und 2 als Beispiel jetzt, die bleiben bitte gebliebene scharf schalten. Also das kann man dann definieren, welche sollen scharf sein und welche sollen unscharf sein. In der Regel sind die dann unscharf, wenn man im Haus ist. Klar, die sollen ja nicht auslösen. Also wenn die auslösen, soll kein Alarm rausgeschmissen werden. Zum Beispiel nur Fensterdetektoren sollen das. Diesen Alarm rausschmeißen. Passwort eingeben. Seht ihr, jetzt muss ich wieder das Passwort eingeben. Das passiert immer hin und wieder mal. Da habe ich mich vertippt. Zurück. 4 war das, ne? System unscharf schalten. So, es ist unscharf. Also dieses Wappen zeigt es an und hier kann man sagen, das System scharf schalten, unscharf schalten oder in den Hausmodus gehen. Und dann seht ihr hier unten auf der linken Seite noch Record. Record kann man sich anzeigen, was gerade mit der Alarmanlage, was da so los war, wann da was los war, also Datum und Uhrzeit werden gespeichert. Und dann kann man sich dann angucken, wenn da mehrere Seiten sind, schwache Batterie, Stromnetz abgeschaltet oder Stromnetz wiederhergestellt. Stromnetz habe ich jetzt wiederhergestellt, weil ich meine Powerbank hier liegen habe. Das sind also Alarmdatensätze, das ist also quasi das System. Und da haben wir hier unten noch, wenn irgendwelche, da seht ihr schon mehrere Sachen, jedes Scharfschalten, jedes Unscharfschalten, jede Auslösung wird hier dokumentiert. Kann man noch mal gucken, um wie viel Uhr genau was passiert ist. Es wird alles gespeichert. Ne? Also Systemzustände oder eben Scharfaufzeichnungszustände. Wann was war. Das findet man unter Record. Wenn da ein kleiner roter Punkt ist, wenn ich jetzt scharf schalte. Bitte während der System unscharf schalten. Wenn da jetzt irgendwas wäre und da wäre ein kleiner roter Punkt, dann weiß man, da ist was Neues hinzugekommen und dann kann man dann gucken, was da los war. Zum Beispiel Stromausfall. Ich simuliere das mal. Stromausfall. Genau. Das ignoriere ich jetzt. Und stecke wieder Strom rein. Stromnetz wiederhergestellt. Irgendwann verschwindet das natürlich auch. Und dann seht ihr hier so einen kleinen roten Punkt hier oben. Und dann wisst ihr, da ist irgendwas Neues passiert. Strom ist ausgefallen. Um 22.05 Uhr und 29 Sekunden, aber Strom war wieder da. Da wisst ihr also auch quasi, wann der Strom ausgefallen ist und wann er wiederhergestellt worden ist. Das wird hier alles dokumentiert. Das war also das Hauptmenü und dann habt ihr hier oben natürlich die Uhrzeit, also ja klar, die Uhrzeit und das Datum. Und das war sozusagen das Hauptmenü. Und dann habt ihr noch, wenn ihr auf Menü klickt hier vorne, kommt ihr in die Untermenüs rein. Alles, ihr seht, das ist alles sehr aufgeräumt. Wenn man aufs Haus klickt, springt man wieder zurück. Auf zurück. Ja, dann geht man auch wieder zurück. Das ist dann egal, ob man aufs Haus klickt oder auf zurück. Dann kann man Passwort eingeben. 1, 2, 3, 4 wissen wir ja. Jetzt kann man Detektoren hinzufügen, Fernbedienung hinzufügen. Eine Türklinge kann man auch mit der Alarmanlage verbinden, dass man draußen am Haus eine Türklingel installiert und dann klingelt die Alarmanlage für einen. Also man hat quasi nicht nur eine Alarmanlage, sondern auch eine Türklingel sozusagen, die den Krach macht. Also Funktürklingel kann man auch hinzufügen und dann draußen ans Haus ranhängen. Und dann noch eine externe Sirene natürlich. Typ A und Typ B. Ne? Die man perren kann, die dann draußen hängt. So, das war Zubehör. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Dann haben wir noch Telefon. Hier kann man unter Einstellung, ich bin vielleicht wieder ein bisschen schnell, ne? Also hier kann ich jetzt sogar Telefonnummern wählen. Ich kann jetzt telefonieren mit der Anlage, wenn jetzt eine SIM-Karte drin wäre, könnte ich eine Telefonnummer anrufen und mit demjenigen sprechen über die Alarmanlage. Macht natürlich keinen Sinn. Aber Einstellungen finde ich viel interessanter. Da seht ihr einmal hier vorne so einen Telefonhörer und eben so ein Nachrichtensymbol. Das ist SMS und das andere ist direkt anrufen. Das bedeutet, alle Nummern, die hier drin sind, das sind 1, 2, 3, 4, 5. Man kann 5 Rufnummern spezifizieren, Handynummern oder Festnetznummern, die angerufen werden im Alarmfall oder
die eine SMS erhalten im Alarmfall. Das kann man dann spezifizieren. Da kann man dann sagen, schmeiße SMS raus und ruf an. Oder ruf nur an, das reicht ja eigentlich aus. Und die anderen vier schicken eine SMS, dass ein Alarm geschehen ist. Da kann man eben, wie gesagt, seine Handynummern oder eben seine Festnetznummern spezifizieren, also zum Beispiel meine Nummer 0431 und dann eben den Rest. Und dann würde eben auf der Telefonnummer das entsprechende Telefon klingeln oder eben eine Handynummer 0171 als Beispiel jetzt und dann eben den Rest von dem Handy. Und dann sagt man, ruf's bitte an bei einem Alarm oder schickt diesem Handy nur eine SMS. 5 Stück parallel, das geht alles. So, jetzt gehen wir hier mal rein, löschen das, gehen hier rein, löschen das. Machen das auch wieder aus und gehen wieder zurück. Kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Ne? Also am Telefon kann man telefonieren mit der Anlage, unsinnig meiner Meinung nach. Aber Passwort eingeben. 1, 2, 3, 4. So, und hier kann man eben, wie gesagt, 5 Rufnummern spezifizieren, die dann angerufen werden. Erfordert natürlich eine SIM-Karte, die werden wir gleich reinstecken. Ich will euch nur die Übersicht erstmal zeigen. Da haben wir noch Sicherheit. Dann kann man einmal eine Verzögerung einstellen, diese 40 Sekunden, so, und die ändere ich jetzt mal. Das ist bewaffnet verspätet, die 40 Sekunden. Und dann haben wir hier nochmal 30 Sekunden Alarmverzögerungszeit. Und dann haben wir hier nochmal die Dauer des Alarms, wenn ein Alarm rausgefeuert wird, mit der Sirene, wann er aufhören soll. Stellt da 3 Minuten ein. Das reicht. Dann seid ihr sowieso taub. So, und wir hatten ja vorhin 40 Sekunden bei bewaffnet verspätet. Da stelle ich jetzt mal 20 ein. Speichere das. Gehe wieder ins Hauptmenü. Und wenn ich jetzt auf Alarm gehe, auf scharf schalten, dann habe ich nur noch 20 Sekunden Zeit, das Haus zu verlassen. Bitte während der Schaltzeitverzögerung System unscharf schalten. So, das war die Geschichte. Dann haben wir natürlich hier noch Alarmverzögerungszeitpunkt. Das bedeutet, wenn ein Sensor einen Alarm detektiert, also eine Türöffnung oder jemand rennt, wird vom PIR-Sensor erfasst, also von dem hier, wie lange soll die Anlage warten, bis die Sirene losgeht? Hier ist in diesem Fall ist es 30 Sekunden. Würde ich auf 0 stellen. Sofort, augenblicklich, sobald irgendein Sensor betätigt wird, wenn die Anlage scharf ist, soll er sofort einen Alarm auslösen. Kann man natürlich auch verzögern. Das kann sich jeder einstellen, wie er will. Und hier eben die Dauer des Alarms. Diese 3 Möglichkeiten gibt es. Haus verlassen, Verzögerung. Bei einem Alarm, wie lange er warten soll, bis die Sirene losgeht. Und wenn die Sirene losgeht, wie lange sie heulen soll. So, das war unter Verzögerung. Ziemlich simpel, ne? Passwort. Hier kann man die Passworte eingeben, das alte Passwort, das neue Passwort und das neue Passwort bestätigen. Also dieses 1234 zum Beispiel kann man verändern, das Benutzerpasswort. Und dann haben wir noch den Alarm. Alarmeinstellung, da kann man hier eine lokale Warnung machen. Alarmton Sirene. Sirene piept. Tür und Fenster, Erinnerungston, Warnung vor offenen Türen und Fenstern kann man hier auch noch aktivieren. So nach dem Motto, irgendein Fenster und irgendeine Tür ist offen, man will einen Alarm, die Alarmanlage scharf schalten, dann sagt einem die Alarmanlage, Achtung, aber deine Terrassentür ist noch auf. Du verlässt das Haus mit offener Terrassentür. Das ist natürlich auch sinnvoll. Zu den einzelnen Funktionen komme ich dann nachher noch. Das war jetzt Alarm, ne? Im Grunde genommen war es das schon. Das war jetzt Sicherheit. Passwort eingeben. Genau. So, und dann haben wir noch Einstellungen. Da kann man sein WLAN nachher konfigurieren. Das funktioniert aber nur mit dem Handy. Das zeige ich euch noch. Dann kann man hier die Zeit manuell einstellen. Will ich gar nicht machen. Jetzt hat er sie natürlich schon übernommen von vorhin noch. Das hat er sich gemerkt. Aber die ist normalerweise 0. Und die kann man manuell noch einstellen, wenn man wenn man die Anlage ohne Handy betreiben will, also so in diesem Modus, den ich hier euch gerade zeige, dann kann man hier noch die Lautstärke der Türklingel, wenn ihr eine Türklingelfunktion habt, also kann man sich so ein Türklingel-Funkmodul kaufen, dann kann man hier noch die Lautstärke der Türklingel einstellen, ob er sabbeln soll, Sprache, ob dieses Blub-Blub, was ihr gerade hört, das wäre dann jetzt gleich weg, schaut selbst, ja, da wird nichts mehr mit Blub-Blub. So. Und die Systemlautstärke kann man einstellen. Also das geht bis 9, das ist schon recht laut. Ich kann es euch ja mal zeigen. Gespeichert. Habt ihr mitgekriegt, ne? Wie laut das jetzt wird. Bitte während der Scharfschaltverzögerung System unscharf schalten. Finde ich fast ein bisschen laut. Da waren wir jetzt, warte mal. Einstellung, Ton.
Das ist alles sehr, sehr, machen wir wieder auf 7 oder so, ne? 9. Kannst du auch direkt eingeben? Nee. 6. 7, genau. Bleiben wir bei 7. Gespeichert. Naja, okay, können wir auch 8 machen, ne? Machen wir ein bisschen lauter. 8. Gespeichert. So. Das ist Ton. Dann kann man das Display noch einstellen. Wann das Display sich sozusagen, wenn ich nichts mehr drücke, wann es in so eine Art Standby, also wann es abschaltet. Es leuchtet nicht die ganze Zeit. Das kann man hier einstellen. Wenn man 0 eingibt, dann leuchtet dieses Display immer. Ansonsten kann man es einstellen zwischen 10 und 180 Sekunden. Also wenn ich jetzt 60 Sekunden lang nichts mache, dann schaltet das Display ab. Macht in meinen Augen auch Sinn. Genau. Oder wenn man es immer anhaben will, damit man immer weiß, was los ist, sagt man einfach eine 0. Dann gibt man hier einfach anstatt 60 Sekunden 0 an. Also Display-Schoner oder wie man es nennt. Bildschirmschoner. Dann kann man hier noch die Sprache einstellen, was man ganz am Anfang hatte, das allererste Mal, welche Sprache man dann haben will. Hier Englisch. Dann quatscht Englisch, ne? Delay arming. Please evacuate. Please enter the password. System disarmed. So, stellen wir wieder zurück hier auf Language German. Deutsch. Yes. Ja, also die Sprache kann man da verändern. Format. Wenn ich jetzt 1, 2, 3, 4 eingebe, passiert nichts. Passwort, bitte erneut eingeben. Das Systempasswort ist 9, 8, das muss ich jetzt mal löschen hier. Das Systempasswort ist 9, 8, 7, 6. So, und dann kann man das System formatieren, also sprich zurücksetzen oder einmal nur neu starten. Neustart durchführen. Aber hier kann man dann sagen, pass auf, ich möchte es neu starten. Sollen die Zubehöreinstellungen, also die ganzen Sensoren, auch mitgelöscht werden? Jo, lösch sie weg. Mache ich jetzt nicht, weil ich das schon gemacht habe. Oder eben Neustart durchführen. So. Dann gibt es noch die Funktion sauber. Das ist, wenn man das Display sauber machen will. Nicht, dass man da aus Versehen auf irgendwelchen, dass man die Anlage aus Versehen scharf schaltet, nur beim Reinigen. Das heißt also, man geht ins Menü, geht in die Einstellung und klickt auf sauber. Und dann hat man eine Minute lang, wenn ich das jetzt bestätige, habe ich jetzt eine Minute lang Zeit, das Display mit dem Glasreiniger sauber zu machen, als Beispiel. Also der sperrt sich jetzt, der schaltet sich jetzt eine Minute aus. Nach einer Minute ist er gleich wieder da. Diese Minute warten wir mal ab. So, habt ihr gehört, ne? Bim Bing macht das dann und dann ist er wieder aktiv. So, was gab es noch an der Einstellung sauber? Und da gab es noch die Hilfe. Da kann man sich das Benutzerhandbuch runterladen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Diesen QR-Code scannt nicht, dann landet ihr auf einer chinesischen Webseite und dann könnt ihr höchstens eine englische Anleitung runterladen. Völlig sinnlos. Auch bei User-Manual landet ihr genau auf dem gleichen Link. Also völlig albern, egal welchen ihr scannt. Ein Benutzerhandbuch in Deutsch bekommt ihr nicht. Ihr bekommt in beiden Fällen das Englische. Und dann auch noch von der chinesischen Webseite. Würde ich nicht scannen. Das ist dann Info? Ah ja, genau. Info. Erhaltet ihr nochmal, welche Modellnummer das ist, welche Version, die Seriennummer von dem Gerät, die MAC-Adresse, die EMI und das GSM. Jo. Das darf ich euch eigentlich gar nicht zeigen. Das sind interne Geschichten. Ja, und das war es im Grunde genommen auch schon. Und alles das, was wir hier eben gerade gemacht haben, kann man natürlich auch mit dem Handy machen. Aber wir wollen ja jetzt schon mal Geräte hinzubuchen. Und zwar werden wir jetzt erstmal den Fernauslöser hinzubuchen. Dazu gehen wir auf Menü, gehen auf Zubehör, Passwort eingeben. 1, 2, 3, 4 und sagen, ich habe eine Fernbedienung. So, und die füge ich jetzt hinzu. So, plus, Zubehör aktivieren. Jetzt habe ich 20 Sekunden lang Zeit, Zubehör zu aktivieren. Ich drücke irgendeine Taste. Pan erfolgreich. Und da hat er schon, und da kann ich natürlich jetzt jede Menge, also meine beiden Fernbedienungen hinzufügen. So, das ist jetzt schon mal die Fernbedienung. Glaubt ihr nicht? Zeige ich euch. So, wenn ich jetzt mit der Fernbedienung auf Scharfschalten gehe. Bitte während der Scharfschaltverzögerung Evakusystem unscharf schalten. Da fragt er natürlich nicht nach dem Passwort, wenn ich das über die Fernbedienung mache. Bitte ist klar, während ne? der Scharfschaltsystem unscharf schalten. Ne? Gebliebene Scharfschalten. Das ist hier dieses Blitzsymbol, diese kleine Taste unter der Scharfschalttaste. Das ist der Hausmodus. Mach mal wieder aus. System unscharf schalten. Und das ist hier so eine Art SOS-Knopf. System unscharf schalten.
scharf schalten. Das war jetzt nur der Alarm von dem kleinen Lautsprecher, der hier drin ist. Der macht schon ordentlich Randale. Wir werden nachher auch die Sirene anschließen. Da habe ich aber ein bisschen Angst vor. Das ist echt heftig. Also wir haben jetzt den schon mal hinzugefügt hier. Jetzt wollen wir einen Fenstersensor hinzufügen. Auch genauso simpel. Menü, Zubehör, Detektor, Plus. Jetzt kann ich noch einstellen bei dem Detektor, was das für einer ist. Türalarm, Lobbyalarm, Notrufalarm. Also die kann ich einen Namen vergeben. Feueralarm, Wasserleckalarm. Machen wir mal Türalarm. Alle Abwehrkräfte aktiviert. Das ist also quasi normaler Detektor. Wenn er scharf ist, soll er, wenn er auslöst, soll er einen Alarm rausschmeißen. Ne? Wie man es eigentlich kennt. Und dann kann man den Modus natürlich auch verändern. Da gibt es noch außenscharf schalten aktivieren. Das würde bedeuten, das würde ich bei dem hier machen, dass wenn man im Heimmodus, die Anlage im Heimmodus scharf schaltet, dass der nicht scharf ist. Das ist, bedeutet außenscharf schalten aktiviert. Gültig pro 24 Stunden bedeutet, das Teil, was ich jetzt paare, soll immer grundsätzlich einen Alarm auslösen. Macht da natürlich keinen Sinn. Das macht natürlich Sinn. Diesen Modus müsst ihr nehmen oder in diesem Modus müsst ihr die Anlage betreiben, wenn ihr einen passenden Rauchmelder habt, einen Wasserleckmelder, einen CO2-Melder, solche Geschichten. Die sollen natürlich, egal ob die Anlage angeschaltet ist oder ausgeschaltet ist, immer im Alarmmodus operieren. Die Anlage soll immer einen Alarm rausschmeißen, wenn eine dieser Sensoren ansteht. Klar, macht Sinn. Ne? Die dürfen nie ausgeschaltet werden. Was bei einem Rauchmelder, bei einem Wasserleckmelder als Beispiel jetzt oder bei einem CO2-Melder wichtig und sinnvoll ist. Und dann kann man den natürlich entsprechend auch noch deaktivieren, komplett sozusagen aus dem Netz rausnehmen, aber nicht löschen. Und da gibt es noch einen Geheimbericht, bedeutet, die Anlage, also er soll auslösen, aber eben keinen Alarm rausschmeißen. Er soll quasi nur in der Anlage das dokumentieren. So, und das war ja alle Abwehrkräfte aktiviert, Echtzeit. So, jetzt habe ich Parm. Und aktiviere das jetzt. Dazu gehe ich dir hier hin und löse ihn einmal aus. Seht ihr, hat ausgelöst. Zone 1, Türalarm. Puff. So, und jetzt haben wir natürlich bei den Detektoren Zone 1, Türalarm. Das können wir natürlich immer, ihr seht es, man kann jetzt den wieder löschen. Den kann ich jetzt wieder rauslöschen, da sollte ich einen Fehler gemacht haben. Aber ich kann auch Sachen verändern. Ich kann jetzt sagen, er soll ständig, auch wenn der Alarm ausgeschaltet ist, wenn das jetzt zum Beispiel ein Wasserdetektor wäre, könnte ich das natürlich dann darin umstellen und speichern. Aber das will ich ja nicht. Er soll immer auslösen, wenn die Alarmanlage auch scharf ist. Das ist dieser Punkt. Jetzt möchte ich noch meinen alten Sensor, ich möchte euch das ja beweisen, dass die M2B-Sensoren natürlich auch funktionieren. Füge ich hinzu. Sag auch, es ist ein Systemalarm. Warte mal, Lobbyalarm, Notfallalarm, Zimmeralarm, Fensteralarm. So, Fensteralarm sein. Er soll auch ganz normal, wenn die Anlage scharf ist, soll er auslösen. Wenn die Anlage unscharf ist, soll er nicht auslösen. Erstmal paaren. So, jetzt habe ich euch ja gezeigt, wir haben jetzt, ihr seht es, Zone 1, Zone 2, also Gerät 1, Gerät 2. So, dieses hier, der hier soll ganz normal einen Alarm auslösen. Der hier soll auch einen ganz normalen Alarm auslösen, allerdings, wenn ich im Hausmodus bin, nicht. Das möchte ich euch demonstrieren. Ich stelle die Anlage scharf. Schaltverzögerung über Passwort eingeben. System unscharf schalten. Und ich nehme jetzt erstmal hier die Zeitverzögerung raus. Wo konnte ich das noch einstellen? Sicherheit hier, ne? Verzögerung, genau. Das nehme ich mal raus und sage 0. Er soll sofort scharf schalten. Gespeichert. So. Damit ich nicht jedes Mal 20 Sekunden warten muss. Okay, jetzt schalte ich die Anlage scharf. System scharf schalten. Egal welchen von beiden ich jetzt hier auslöse, es wird ein Alarm ausgeführt.
Ah, mit Verzögerung. System unscharf schalten. Da war noch eine Verzögerung drin. Die nehme ich natürlich auch raus. Ich will keine Verzögerung. Alarmverzögerung. Nein, er soll sofort einen Alarm rausfeuern. Speichern. Gespeichert. So, und jetzt seht ihr das. So, jetzt löse ich wieder aus, mach sie scharf. System scharf schalten. Ohne Verzögerung. Und jetzt kommt ein Einbrecher und löst diesen hier aus. System unscharf schalten. Das gleiche passiert natürlich jetzt auch bei dem hier. Aber den haben wir ja noch in einem anderen Modus gebracht. Also ich schalte ihn wieder scharf. System scharf schalten. Und wieder kommt ein Einbrecher, bricht das Fenster auf. Und dann, dadurch, dass wir natürlich gesagt haben, das ist Gerät Nummer 1 und das ist Gerät Nummer 2, zeigt die Anlage das auch genau an. Seht ihr? Systemalarmzone 2 und Systemalarmzone 1. Also wenn ihr den Geräten einzelne Nummern zuweist, dann wisst ihr auch immer, welcher Sensor losgegangen ist, so ihr denn wisst, welcher Sensor welche Nummer bekommen hat. So, jetzt wird es interessant. Jetzt mache ich den Hausmodus. Gebliebene scharf schalten. Wenn ich jetzt den hier auslöse, passiert nichts. Seht ihr? Das sagte ich, da macht es natürlich Sinn, wenn ihr zu Hause seid, in der Wohnung. Der ist jetzt aktiv, der Hausmodus. Will ich sowas bei PIR-Sensoren will ich das machen. Damit ihr nicht selbst die Anlage auslöst. Aber der hier ist noch weiterhin scharf. System unscharf schalten. Ne? Das ist der Unterschied zwischen. Das ist der Unterschied zwischen. Passwort eingeben. Das ist der Unterschied zwischen Zone 1. Alle Abwehrkräfte aktiviert. Der ist immer aktiviert, auch wenn ihr zu Hause seid, wenn ihr in den Hausmodus geht. Und Außenscharfschalten aktiviert. Außenscharfschalten aktiviert bedeutet, er soll alle Scharfschalten, die eben als normale Sensoren definiert sind, also die hier, also alle Abwehrkräfte aktiviert. Aber bei Außenscharfschalten aktiviert bedeutet, solltet ihr das Haus verlassen, reagiert er ganz genauso wie auch der hier, wenn ihr die Alarmanlage nur scharf schaltet, aber solltet ihr im Haus sein, reagiert der nicht mehr. Zum Beispiel, ihr seid im Haus und die Fronteingangstür wird immer auf und zugemacht, weil ihr in Schuppen geht oder wie auch immer. Dann soll der nicht auslösen. Im Hausmodus. Das ist der Unterschied zwischen außenscharf schalten und alle Abwehrkräfte aktiviert. Dreht sich wirklich nur um den Punkt scharf schalten. Da sind beide aktiviert. Und Hausmodus. Gebliebene scharf schalten. Sprich, hier passiert jetzt nichts. Ihr liegt im Bett, schlaft, es passiert nichts, weil der zum Beispiel an eurem Fenster im Schlafzimmer hängt, was ihr zum Öffnen ganz gerne mal aufmacht, damit ihr frische Luft bekommt. Aber unten an der Terrassentür, die sollen scharf sein, damit ihr mitkriegt, wenn da jemand einsteigt. System unscharf schalten. Ja, habt ihr das verstanden, hoffe ich zumindest, ne? Okay, den will ich mal verändern, auch, dass er ganz normal reagiert. Dazu gehe ich wieder auf Zubehör. Das kann man ja alles, seht ihr, wie einfach das ist. Zone 2, da stelle ich wieder ein. Echtzeit speichern. Gespeichert. So, wir haben jetzt zwei Sensoren, haben wir jetzt hier aktiv. Und wenn die Anlage so in diesem normalen Zustand läuft, passiert hier gar nichts, wenn ich hier was mache. Egal an welchem Sensor, völlig wurscht. Erst wenn er sie scharf schaltet, egal welchen ich jetzt betätige, legt er los. Passwort eingeben. Wenn ich jetzt auf den Hausmodus gehe, passiert hier gar nichts. Gebliebene scharf schalten. Doch, passiert doch was, weil den, der wo er eben nicht losgegangen ist, den habe ich ja jetzt in den gleichen Modus versetzt wie den hier. Sprich, egal welcher jetzt ausgelöst wird, beide lösen Alarm aus, wenn ich im Haus bin. System unscharf schalten. Na? Ich hoffe, ihr habt das Prinzip verstanden. So, die packe ich jetzt mal zur Seite. Die brauchen wir gleich wieder. Ich habe die Sirene jetzt noch zusätzlich angedockt. Trau mich gar nicht. So, ich mache die Anlage scharf. System scharf schalten. Und jetzt löse ich aus. System unscharf schalten. Also,
Ihr glaubt gar nicht, wie ich die Sirene hier... Ich habe sie eingewickelt in ein Tuch. Die macht einen Höllenlärm. Das ist echt unglaublich. Und dann habe ich hier noch einen Aufkleber außen rauf gepackt. Weil ohne... Man hält es nicht aus. Das ist einfach... Und dennoch in den Karton rein. In Karton verschlossen. Hier in so einem verschlossenen Karton abgeklebt und macht immer noch einen Höllenrabatz. Aber es geht. Ne? Ich kann es nochmal demonstrieren. System scharf schalten. Aber auch diese kleine Anlage selbst macht schon ganz schön Alarm. Aber die Sirene ist die Hölle. Wenn ihr die ohne Schutz betreibt, geht da bloß in Sicherheit. Ne? Also geht da nicht so dicht mit dem Ohr ran. Also ihr riskiert da wirklich Gehörschäden. Ne? 110 dB sind 110 dB. So, ich nehme das mal wieder weg. Ich zeige es euch noch ein einziges Mal. Aber nicht in der Originallautstärke. Das mache ich nicht. System scharf schalten. Also brutal. Ich wollte es euch nur gezeigt haben. Also diese Sirene ist die Hölle. Ich meine, es ist natürlich gut, dass sie so laut ist. Aber echt krank, ne? Hier habe ich extra einen Aufkleber drauf gemacht. Den löse ich mal wieder. Wachs natürlich viel Pest. Gut so. Also diese kleine Sirene... Diese kleine Sirene ist brutal. Die liegt natürlich bei und mehr braucht ihr eigentlich nicht. Ihr könnt natürlich auch noch eine Außensirene installieren, die per Funk ausgelöst wird. Findet ihr im Menü unter Zubehör Sirene. Genau. So, dann kannst du die Sirene paaren. Bitte bestätigen Sie, dass die Sirene zum Koppeln bereit ist. Wenn ihr so eine denn habt oder wollt. Aber meiner Meinung nach braucht man es nicht. Das ist echt, das ist schon krank. Wenn das Ding loslegt, dann ist Terror bei euch in der Bude. Wirklich gestört. Gut, habe ich euch das auch mal gezeigt. So, nun werde ich mal die Anlage ausschalten. Und dann wollen wir gleich mal gucken, ob das funktioniert, ob einen die Anlage anruft. Mit der SIM-Karte natürlich. Bis gleich. Wir schalten sie jetzt erstmal aus. Das ist ganz wichtig. Nimm uns unsere SIM-Karte und stecken die nach Anleitung hinten ins Gerät rein. Oder seitlich ins Gerät rein. Wisst ihr ja, einfach nur hier reinschieben und mit dem Fingernagel verriegeln. Natürlich richtig rum. Zack. Und hier so. Dazu braucht ihr echt lange Fingernägel. Ah, jetzt hat es geklappt. Und dann sollte er normalerweise gleich eine Verbindung aufbauen. Hier oben seht ihr das über diese Balken ins GSM-Netz. Hier vorne. Seht ihr hier auch schon? Er hat eine Verbindung aufgebaut. Also er ist jetzt hat sich eingebucht bei E+. Seht ihr vorne, ne? Wieder. Ich habe gerade noch einen kleinen Sondertest gemacht, den ich bisher noch nicht gemacht hatte, wenn ihr hier gucken wollt, hier seht ihr ja die Signalstärke. Hier vorne. Geht man dichter ran. Da, hier vorne. Da habe ich jetzt drei Balken. Also ich habe hier ein GSM-Signal und das habe ich unten mal im Flur. Ich bin gerade mal mit der Anlage im Flur ins Bad gerannt, in die hintersten Ecken rein. Ich habe die Anlage mal in einen Schrank reingeschmissen und geguckt, wie die Signalstärke ist. Hier auf dieser Seite, in diesem Zimmer, ist die Signalstärke nicht ganz so stark, weil der Bast auf der anderen Seite ist. Aber ich habe hier im gesamten Haus komplett überall Empfang. Das ist wunderbar, sogar in den Schränken. Der Empfang ist besser als sogar mit meiner alten M2B. Also die M2B hat nicht so einen guten Empfang wie diese Anlage. Gefällt mir schon mal ausgezeichnet. Ihr seht, jetzt schaltet sie wieder ab. Nach 60 Sekunden konnten wir ja konfigurieren.
So, und nun werden wir Folgendes machen. Nun werden wir eine Alarmrufnummer, dadurch, dass wir jetzt natürlich im GSM-Netz sind, im E-Plus-Netz, werden wir natürlich meine Handynummer zum Beispiel eingeben. Die soll angerufen werden, wenn Alarm ausgelöst wird. Jetzt gebe ich hier meine Handynummer ein. 0157. Das ist jetzt meine Handynummer. Und nun sage ich, er soll mich beim Alarm anrufen oder noch zusätzlich eine SMS schicken, aber anrufen reicht mir schon vollkommen aus. Dazu muss die Anlage nicht, ist sie ja jetzt auch nicht, nicht im WLAN sein. Das speichere ich. Gespeichert. Jetzt gehen wir wieder ins Hauptmenü und nun lösen wir mal einen Alarm aus und dann wollen wir mal gucken, ob mein Handy gleich klingeln wird. Dazu lege ich mein Handy mal hier daneben. Es müsste dann ja gleich klingeln, wenn Alarm ausgelöst wird. Also schalte ich die Anlage scharf. Ich verlasse das Haus. System scharf schalten. So, ein böser Einbrecher kommt und löst einen Einbruch aus. Also ihr habt gesehen, es funktioniert. Die Anlage ruft mich an. Sie würde mir aber auch eine SMS schicken, wenn ich es denn will. Ne? Also wenn ich jetzt hier unter Telefon, Einstellung, auch noch dieses Symbol aktiviere, dann schickt ihr mir auch noch eine SMS. Wenn ich hier mehrere Rufnummern eingebe, also wenn ich hier noch vier weitere Rufnummern eingebe, ruft er alle Nummern, die hier eingegeben sind, ruft er hintereinander an. Ne? Wenn bei der ersten Nummer keiner rangeht, als Beispiel, dann ruft er die nächste an. Also ruft er einen nach dem anderen an. Er ruft mich nicht nur an, sondern ich kann auch mit demjenigen dann reden. Das werden wir gleich mal tun. Also ihr habt ja gesehen, das Telefon löst aus. Und wenn ich gleich den Anruf sogar annehme, kann ich hören, was in der Wohnung los ist und auch mit demjenigen reden. Das tun wir jetzt einfach mal. Also ich löse die Anlage wieder aus, dass sie einen Alarm raushaut. Mach sie scharf. System scharf schalten. Und nimm diesmal aber den Anruf an. Jetzt habe ich den Anruf angenommen. 1, 2. Dieses ist ein Test. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Welcher böse Mann ist denn in der Wohnung? Na, also ich habe hier so eine Art Wechselsprechanlage. So, jetzt lege ich mal auf, ich kriege hier eine Rückkopplung. Sobald ich auflege. System unscharf schalten. Geht er wieder in den Alarmmodus. Also, ihr habt gesehen, das passt alles. Das haut alles hin, so wie es hinhauen soll. Ganz, ganz wunderbar. Jetzt noch eine Geschichte zur Sirene. Ich schließe nochmal die Sirene an. Und da möchte ich euch einen Menüpunkt zeigen, den ich ganz nützlich finde, wenn man die Wohnung verlässt. Und zwar geht ihr ins Menü unter Sicherheit. Alarm. Und dann habt ihr ja hier Sirene piept. Das war normalerweise ausgeschaltet. Das müsst ihr solltet ihr auf jeden Fall einschalten. Wenn ihr das nämlich einschaltet, bekommt ihr, wenn wir nämlich jetzt, ich schalte es mal aus. Jetzt ins Hauptmenü und aktiviere jetzt den, schalte sie scharf. System scharf schalten. System unscharf schalten. Woher wisst ihr denn, wenn ihr die Anlage von draußen vor eurem Haus oder vor eurer Wohnung scharf schaltet oder unscharf schaltet, dass das auch wirklich übertragen worden ist? Das könnt ihr über dieses Feature machen. Über Sicherheit, Alarm, Sirene piept. So. Gespeichert. Und wenn wir jetzt die Alarmanlage scharf schalten von draußen, wird die Tröte gleich aktiviert. System scharf schalten. Die gehört bap und unscharf. System unscharf schalten. So, ziehe sie mal wieder raus. Also Hölle laut. Und das hört ihr bis draußen vor die Tür. So bekommt ihr immer ein akustisches Signal, dass die Anlage
scharf ist oder unscharf ist, über die Sirene. Und die ist natürlich Hölle laut und das hört ihr noch draußen vor der Tür, sogar auf der Straße. Das ist nur ein ganz kurzes Piepen, aber das ist wirklich sinnvoll. Das hat diese Anlage nämlich genauso und da habe ich es auch aktiviert. Und hier hört man es eben, wenn sie scharf geschaltet ist, bup, bup, macht das einmal. Und beim Unscharfschalten macht es einmal bup. Und so wisst ihr von draußen, aha, ich habe sie jetzt ausgeschaltet oder eben eingeschaltet. Okay, GSM funktioniert. Jetzt wollen wir mit unserem Handy versuchen, die Anlage, nicht nur versuchen, wir werden es tun, wir werden die Anlage jetzt mit dem Router verbinden und mit der App sozusagen verknüpfen. Dass wir die alles, was wir hier gemacht haben in der Anlage, auch mit der App machen können. Dann können wir die Anlage in den Schrank schmeißen. Und im Grunde genommen alle Einstellungen, die ich euch hier gerade an der Anlage gezeigt habe, die können wir genauso gut mit dem Handy machen. Und dann zeige ich euch, wie es geht. So, das allererste ist, übrigens, ich kann jetzt auch die Alarmanlage anrufen. Das geht auch. Und dann hören, was gerade in der Wohnung los ist. Das ginge natürlich auch. Einfach die GSM-Nummer. System scharf schalten. Passwort eingeben. Ich brauche nur die GSM-Nummer der Alarmanlage, der SIM-Karte in der Alarmanlage. Die brauche ich nur die Telefonnummer am Handy eingeben und dann kann ich die Alarmanlage ganz normal anrufen und quasi hören, was in der Wohnung los ist. Finde ich aber, ist nicht ganz so wichtig. So, jetzt wollen wir die Alarmanlage ins WLAN bringen. Dazu gehen wir in den Play Store und laden uns die Smart Life App runter, die ihr hier seht. So, die startet ihr einmal. Und beim Erststarten müsst ihr euch da einmal registrieren. Gebt da irgendeine Fake-E-Mail-Adresse ein, aber auf die müsst ihr Zugriff haben. Das ist wichtig, weil da wird euch ein Code zugeschickt. Das wird verifiziert. Und dann müsst ihr ein Passwort eingeben. Dann habt ihr da sozusagen so eine Art Konto in dieser Smart Life App. So, und jetzt müssen wir ein Gerät hinzufügen. Das ist nämlich dieses Teil hier. Sagen Gerät hinzufügen. Und dann suchen wir uns aus. Jetzt muss ich erstmal einen Augenblick überlegen. Wo musste man da hingehen? Sicherheitssensor. Klickt auf Sicherheitssensor. Genau. Und wenn ihr auf Sicherheitssensor klickt, dann seht ihr ganz oben Türsensor Wi-Fi. Und das müsst ihr anklicken. Das mache ich jetzt. Jetzt sagt er zu mir, ich soll mir jetzt mein WLAN zu Hause aussuchen. Das ist das TEF23 mit dem entsprechenden Passwort. Und jetzt klicke ich auf Weiter. Und jetzt steht hier, halt sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Das funktioniert bei dem Teil hier natürlich nicht. Jetzt gehe ich in die Alarmanlage, in das Menü, in die Einstellung, unter Wi-Fi, gebe das Passwort ein, 1234, und klicke hier Ein-Klick-Link empfohlen an. Nicht Soft-AP, sondern Ein-Klick-Link empfohlen. Wi-Fi-Einstellungen werden zurückgesetzt, bitte bestätigen. Eingestellt, bitte warten. Jetzt habe ich 120 Sekunden lang Zeit, diese Weiter-Taste hier auf dem Handy zu drücken. Also das, was man hier angezeigt bekommt im Handy, ist nichts anderes als das, was ich jetzt gerade manuell gemacht habe. So müsst ihr es auch machen. Dann klickt ihr auf Weiter. Klickt rechts auf Blinkt schnell. Ja, hier blinkt natürlich nichts, hier zählt nur ein Counter runter. Aber ihr müsst auf Blinkt schnell klicken. Das bedeutet wahrscheinlich so viel. Er ist jetzt in dem Modus, wo er jetzt empfängt. Und nun hat er die Anlage auch gleich gefunden. JE1220 hat er gerade entdeckt. Hier im Gerät steht, der Server verbindet. Einstellung erfolgreich. Einstellungen sind erfolgreich. Steht hier auch im Handy, wurden erfolgreich hinzugefügt. Und er klickt ihn nur noch auf Weiter. Könnt der Anlage einen Namen geben. JE1220 Alarmanlage. Jo, ist in Ordnung. Und klick auf Fertigstellen. Das war's. Mehr ist es nicht. So, jetzt kann ich hier wieder ins Haus gehen, ins Hauptmenü, die Anlage im Grunde genommen sich gleich deaktivieren lassen. Und nun gucken wir uns mal an, was wir mit dem Handy alles machen können. Hier seht ihr System aus, System ein. Ich kann jetzt übers Handy, egal wo ich bin, hier in der Wohnung, außerhalb der Wohnung, in New York, in Las Vegas, die Alarmanlage scharf schalten. System scharf schalten. Und, oder in Hausmodus gehen. Gebliebene scharf schalten. Oder System ausschalten. Diese Historie, die ihr im Gerät seht, diese unter Record, findet ihr genauso jetzt in eurem Handy. Hier seht ihr alles, was hier passiert ist, was wir hier gemacht haben, was er gespeichert hat. Unter Historie. Dann haben wir noch die Sensoren. Wir können auch Sensoren hinzufügen.
Wir haben eine Fernbedienung, also das ist hier die Fernbedienung 0, das ist die hier. Die kann ich auch wieder entfernen, indem ich sie nach links schiebe. Ja, soll gelöscht werden. Jetzt ist die Fernbedienung weg. Und nun kann ich hingehen und sagen, Fernbedienung plus hinzufügen. Das gleiche wie in der Anlage auch. Und dann drücke ich eine Taste. Das war's. Fertig. Jetzt kann ich auch wieder über die Fernbedienung. System scharf schalten. System unscharf schalten. Na? Wenn ich jetzt die Fernbedienung wieder lösche, nach links schieben, löschen, ja, ist die Fernbedienung auch in der Anlage jetzt gelöscht. Kann ich jetzt so viel drücken, wie ich will, passiert überhaupt nichts mehr. Das heißt also, ich brauche jetzt die Anlage überhaupt nicht mehr. Ich kann das alles über die App machen. Ich kann Sensoren hinzufügen. Ist hinzugefügt. Und kann jetzt System scharf schalten. System unscharf schalten. Hausmodus. Gebliebene scharf schalten. Na? System unscharf schalten. Und kriege jedes Mal auch noch so eine Art Push-Up-Benachrichtigung, was gerade gelaufen ist. Also, wenn ich jetzt auf Sensoren gehe, da werden jetzt zwei Sensoren angezeigt. Seht ihr? Sensor 1, Sensor 2. Das war Sensor 1. Das war ja vorhin unser Sensor 2. Das hat er dann quasi auch ausgelesen aus Anlage. Die kann ich jetzt auch genauso löschen, wenn ich denn will. Das tue ich mal. Und den Sensor 2 hinzufügen. Erfolgreich hinzugefügt. Da ist er, der Sensor 2. Und dann seht ihr hier auch Zone, Sofortalarm. Also es ist Sensor 1, Sensor 2. Hier heißt es Sensor und nicht Zone. Ne? Upsala. Und den kann ich natürlich auch editieren. Zonentyp Sofortalarm. Und dann haben wir Teilscharfschaltung. Das war ja die Geschichte, wenn man zu Hause ist und schaltet in den Heimmodus, soll der nicht aktiviert werden. Soll der keinen Alarm auslösen, wenn er aktiviert wird. 24 Stunden soll immer aktivieren, wenn es ein Rauchmelder wäre. Man kann den Sensor auch deaktivieren und einen Stillalarm durchführen. Dass nur das Handy benachrichtigt wird und kein Alarmgerödel an der Anlage ist. Also ein stiller Alarm. Das kann man hier auch alles verändern und dann entsprechend speichern. Also ihr seht, das ist alles pillepalle einfach. Fernbedienung hinzufügen, Sensoren hinzufügen. Man braucht die Anlage überhaupt nicht mehr. Man muss sie nicht mehr anfassen. Sie muss nur angeschaltet sein. Und die Anlage ist jetzt natürlich auch im WLAN. Hier, schaut es euch an oder auch nicht. Seht ihr da oben WLAN? Also mit dem Router verbunden, also mit der ganzen Welt verbunden. Ja, da haben wir das Gleiche sozusagen wie bei der Fernbedienung. Haben wir hier auf dem Display. System ein, System aus, Hausmodus, SOS. Die Historie, was gerade so passiert ist heute. Hausmodus, System ein, System aus. Man kann Sensoren hinzufügen, ganz bequem, ganz gemütlich. Von jedem Platz des Hauses aus. Man muss nicht in der Nähe der Anlage sein. Das kann man alles mit dem Handy ganz gemütlich machen und die Sachen dann nachher verteilen. Und dann kann man natürlich noch in die Einstellungen reingehen. Und in den Einstellungen, die gleichen Einstellungen, die wir hier an der Anlage hatten, kann man hier auch nochmal vornehmen. Eine Zeitverzögerung, 0 Sekunden, die war ja vorhin 40, die kann man frei einstellen. Ich bestätige das mal. Einen Timer kann man setzen. Eine Zeitsteuerung, also die Anlage zeitgesteuert laufen lassen, das kann man in der Anlage gar nicht einstellen, aber mit der App kann man das machen. Kann man dann hinzufügen und sagen, an welchem Tag soll die Anlage sich automatisch scharf stellen oder automatisch unscharf stellen? Ne? Modussystem ein, Modussystem aus. Kann man sagen, um 23 Uhr, oder als Beispiel jetzt, er soll morgen früh um 8 Uhr und 16 soll sich das System einmalig, oder eben, man kann das natürlich auch anders einstellen, für die Wochentage, sich scharf schalten und genauso auch sich entsprechend ausschalten oder in den Hausmodus schalten. Man kann das Ganze sogar die Scharfschaltung, die Unscharfschaltung und den Hausmodus komplett automatisieren, wenn man es denn möchte. Das funktioniert aber nur mit der App. Also schon cool. Sirene am Panel, das bedeutet, wenn ihr eine Sirene angeschlossen habt, die hier, schließt sie auf jeden Fall, lasst sie angeschlossen. Ja, lasst sie auf jeden Fall angeschlossen. Sirene am Panel, klar. Die Lautstärke des Panels hatten wir ja auf 8 gestellt, kann man hier auch nochmal einstellen. Ne? Das, was diese Anlage, dieser kleine Lautsprecher da rausfeuern soll. Alarmton kann man noch einschalten. Die Dauer des Alarms kann man einschalten. Also man kann den Alarmton ein- und ausschalten.
Die Dauer des Alarms kann man einstellen, 180 Sekunden. Hier ist das in Minuten angegeben. Die Sirene kann man einschalten, die Verzögerung kann man einschalten. Kann man natürlich auch ein- und ausschalten, wie man will. Ne? Warnung vor offenen Fenstern und Türen kann man ein- und ausschalten. Die Sprachansage kann man ein- und ausschalten, also diese Geschichte hier. Ich sie jetzt ausschalte und aktiviere die Anlage, dann spricht er nicht mehr. Und jetzt spricht er wieder. System scharf schalten. System unscharf schalten. Na? Türklingelbenachrichtigung eher unwichtig. Die Türklingelbenachrichtigung ist eigentlich eher unwichtig, wenn ihr keine Türklingel benutzt, aber kann man auch eingeschaltet lassen. Push. Alarm-Push bedeutet, es sind immer diese Sachen, wenn irgendwas passiert, dass ihr auf dem Handy sofort eine Push-Nachricht bekommt. Könnt ihr natürlich auch ausschalten. Alarmverzögerungszeit, was ich schon mal sagte, ein Sensor wird ausgelöst, sie ist scharf, er löst aus. Und dann kann man natürlich eine Verzögerung einstellen, konnte man ja auch in der Anlage selbst, dass er 20 Sekunden warten soll, bevor die Alarmsirene losgeht. Den Tastenton kann man, also das hier. System scharf, Passwort eingeben. System unscharf schalten. Ne, diesen Tastenton kann man auch deaktivieren. Seht ihr? Gibt es keinen Tastenton mehr. Oder wieder aktivieren. Dann haben wir wieder den Tastenton. Also komplett fernsteuern, die Anlage. Türklingelvolumen 7. Ja, Türklingel habe ich ja nicht angeschlossen, brauche ich auch persönlich nicht. Telefonnummer des Alarms. Das ist nämlich die Geschichte, die ich vorhin schon eingegeben habe. Hier seht ihr jetzt oben meine Handynummer, die er anrufen soll. Und dann kann man natürlich noch weitere hinzufügen. Mache ich jetzt nicht. Das kann man natürlich auch alles mit dem Handy ganz bequem machen. Und dann eben entsprechend der Priorität. Notruf. Okay. Notruf einschalten. Alarm, SMS. Ob er dann eben, also hier kann man die Telefonnummer eingeben. Und er muss, damit er auch anruft, muss natürlich unter Notruf auch dieser Haken gesetzt werden. Das ist klar. Sonst ruft er das Handy nicht an. Das ist das Handy ein und aus. Ich mach's mal aus. Und dann gehen wir mal hier ins Menü unter Telefon. Und dann sehen wir nämlich schon unter Einstellung, ist er aus. Wenn ich ihn anmache, gehe wieder in die Einstellung rein, seht ihr, ist an. Was ihr für alle Telefonnummern, ist ja nur eine definiert, findet ihr jetzt hier überall Telefonhörer. Und das gleiche natürlich auch Alarm SMS. Ist jetzt aktiviert, ich gehe jetzt raus, gehe wieder rein. Jetzt ist auch noch SMS angeschaltet. So. Also genau das gleiche im Grunde genommen. Und dann die Systemsprache kann man auch noch verändern. Hier oben rechts, neben JE1220 Alarmanlage, ganz rechts dieser Stift, wenn man darauf klickt, gibt es noch sofortige Szene für Automatisierung, Informationen zum Gerät. Das darf ich euch nicht zeigen. Nein, da steht eine IP und eine MAC-Adresse. Nein, darf ich euch nicht zeigen. Sofortige Szene zur Automatisierung. Es wurden noch keine Schnellwahlen für die Automatisierung erstellt. Kann ich persönlich erstmal nichts mit anfangen. Dann kann ich ja noch Alexa auswählen. Meldung Gerät offline. Wenn das Gerät zum Beispiel offline ist, soll das Handy oder vielmehr die App das sagen. Achtung, irgendwie ist die Internetverbindung zu dem Gerät verloren gegangen. Müsste man hier einen Haken setzen. Dann kann man das Gerät natürlich noch mit der Familie teilen. Für mehrere Familienmitglieder eine Gruppe erstellen. FAQs gibt es noch, zum Startbildschirm hinzufügen. Ja, Netzwerk überprüfen, Ausrüstungs neueste Version. Achso, Firmware-Update wahrscheinlich, ne? Genau, Hauptmodul, MCU-Modul. Automatische Aktualisierung kann man hier noch aktivieren, wenn es mal eine neue Firmware gibt, dass er dann die automatisch rüberschiebt. Ja, warum nicht? Okay, kann man auch noch aktivieren. Und das war's im Grunde genommen auch schon. Also alles, was man an der Anlage einstellen kann, kann man auch mit dem Smartphone einstellen. Ich meine, das ist mir schon sehr, sehr sympathisch. Das heißt also, egal wo ihr nun seid und warte mal, ich mache mal das WLAN aus. Ist dem wirklich so? System scharf schalten. Unscharf schalten. Ja, ich bin jetzt also nicht mehr in meinem WLAN drin, sondern ich bin jetzt sozusagen im GSM-Netz mit meinem Handy, im LTE-Netz. Und ihr seht auch schon, die Signalstärke zeigt er mir noch an, hier oben, in dem Bild neben MKT Smart, wenn ihr nach links guckt. Und
den Akku, wie weit er den Akku geladen hat, dass der Akku 91% geladen ist. Klar, weil er vorhin ein bisschen entladen, weil durch unsere Spielerei, weil da keine Powerbank dran war. Also der Akku ist fast voll und Signalstärke schwankt ein bisschen. Diese Signalstärke gilt fürs GSM-Netz, ja. Jo, das war es im Grunde genommen auch schon. Also alles wunderbar, funktioniert einwandfrei. System scharf schalten, System unscharf schalten. Und wie gesagt, wenn ein Alarm ausgelöst wird, bekomme ich natürlich eine Push-Nachricht, aber auch einen Anruf. Kann ich den Anruf jetzt deaktivieren? Ja, kann ich deaktivieren. Das kann ich über die App machen. Da brauche ich ja gar nicht hier reingehen, wartet mal. Das mache ich über Einstellung. Sag Notruf aus. Er soll mich nicht anrufen. So, jetzt schalte ich die Anlage scharf über die App. So, und wenn ich jetzt einen Alarm auslöse, mache ich mal, werde ich gleich eine Push-Nachricht bekommen. Ich mache das Handy jetzt mal aus. So, jetzt will ich natürlich mit der Anlage, die ja jetzt scharf geschaltet ist, einen Alarm auslösen und dann müsste ich eine Push-Nachricht bekommen. Und das ist egal, wo ich bin. Wie gesagt, WLAN ist jetzt hier ausgeschaltet. Genau, auch einen richtigen Alarmton bekommen auf mein Handy und bekomme auch eine Push-Nachricht, Alarmstatus, Alarm. Er hat mir jetzt hier rausgehauen, hier Alarmanlage, Systemalarmzone 002, also klar, Sensor 02, den wir gerade ausgelöst haben. Also in Echtzeit, das funktioniert auch. Ja, jetzt mache ich mal wieder Licht an und dann melde ich mich gleich wieder auf der Couch. Peace, da bin ich wieder auf der Couch. Jetzt habe ich euch natürlich versucht, die Alarmanlage in allen Einzelheiten so ein bisschen näher zu bringen. Also ihr habt gesehen, das ist echt ein cooles System. Ohne Handy ist es cool, weil eine GSM, also ja, weil er eine GSM-Verbindung hat. Sprich, er ruft irgendwelche Handys an, kann auch Festnetz sein. So kann man das Ding wirklich im Schuppen, im Garten, 3 Kilometer entfernt, muss bloß natürlich eine Stromversorgung vorhanden sein in irgendeiner Art und Weise, betreiben mit Sensoren. Und wenn jemand in die Gartenbude, in die Gartenlaube einbricht, wisst ihr sofort Bescheid, weil das Ding sofort einen Alarm raushaut. Aber allerdings per GSM, sprich, er ruft euch an oder schickt euch eine SMS. Variante 1. Variante 2 ist, ihr betreibt es zu Hause auch mit im GSM-Modus und parallel dazu, so wie ich jetzt hier, auch noch im WLAN. Da habt ihr den Vorteil, dass das Ding komplett konfigurierbar ist über euer Smartphone, über die Smart Life App. Das ist natürlich richtig geil. Das heißt also, ihr braucht die Anlage im Grunde genommen nur hinstellen, verkabeln, also Strom draufgeben, die Sirene anschließen und dann könnt ihr sie komplett, egal aus welchem Raum oder ja, egal aus wo ihr gerade seid, könnt ihr die komplett, sogar aus der Firma, könnt ihr sie komplett konfigurieren. Logisch, wenn ihr die natürlich zu Hause konfiguriert und ihr fügt Sensoren hinzu, dann solltet ihr natürlich in der Nähe sein, also 100 Meter entfernt, damit er den Sensor auch erkennt, den ihr anlernt. Also aus der Firma könnt ihr sie umkonfigurieren, aber die Sensoren, die müsst ihr schon in der Wohnung irgendwo anlernen. Das müsst ihr aber eben, wie gesagt, hier nicht auf dem Tisch und dann mit den Sensoren lostapern, sondern ihr könnt wirklich an den Einbauort gehen und mit eurem Smartphone den Sensor an dem Einbauort direkt zuordnen mit einem Namen und installieren und anlernen oder eben auch wieder löschen, wie ihr wollt. Das ist natürlich super geil. Das bedeutet natürlich jetzt auch für mich beim Umzug jetzt auf die neue Anlage, ich brauche die Sensoren nicht abbauen und umständlich sozusagen hier wieder so anlernen, sondern ich stelle die Anlage einfach hin, gehe zu dem entsprechenden Fenster, klicke auf Anlernen, mache das Fenster auf, mache das Fenster zu. Und schon ist der Akku leer, ist der Sensor angelernt. Ich glaube, da war ich stehen geblieben. Ne? Und kann die Anlage unten irgendwie in den Schrank schmeißen, im Grunde genommen. Und den quasi per Fernbedienung die gesamte Konfiguration durchführen und das gesamte Anlernen aller Sensoren, aller PIR, Bewegungsmelder und die gesamte Konfiguration durchführen mit dem Smartphone.
weil das Smartphone sozusagen spiegelt das gesamte Menü der Anlage wieder. Aber ihr braucht, wie gesagt, kein Smartphone. Ihr könnt es auch, wenn ihr 100 Jahre alt seid und ihr seht dieses Video jetzt, ihr könnt die gesamte Bedienung und die Konfiguration ganz bequem auch über das Display machen. Ihr braucht keinen Router zu Hause. Ihr braucht entweder einen Router, ihr braucht noch nicht mal eine GSM-Karte, würde ich aber immer empfehlen. Ihr braucht weder eine GSM-Karte, also ihr könnt sie per WLAN ganz normal betreiben, also mit dem Router verbinden, was ich euch gezeigt habe an der App, Variante 1, oder nur per GSM. Da müsst ihr das natürlich alles von Hand hier, was ich euch ganz am Anfang des Videos gezeigt habe, konfigurieren und einstellen. Oder ihr betreibt sie so, wie ihr sie habt, im Dual-Modus, ihr habt beides. Das heißt, egal was passiert, wenn Stromausfall ist, ist der Router ja auch tot. Die Anlage läuft aber trotzdem, sie ist notstromfähig und sie hat eine Verbindung zum GSM-Netz. Das heißt, euer Haus ist immer geschützt. Es gibt kaum eine Variante, wo ihr in Gefahr seid, dass die Anlage nicht funktionieren wird. Durch dieses duale System. Also ganz, ganz wunderbar. Wirklich ganz toll. Die Bedienung ist ganz toll einfach im Vergleich dazu. Die Anlage ist natürlich auch super. Die stellt man einmal ein und dann läuft das Ding. Aber das Ding ist einfach deutlich flexibler. Und selbst wenn die Fernbedienung abkacken sollte, wo das nämlich bei mir passiert ist, dann habe ich die Anlage angerufen, die M2B, die kann man natürlich auch per Telefonanruf scharf schalten und unscharf schalten. Aber das ist doch viel eleganter, das neue System. Das ist also wirklich geil. Guck mal, wie lütt das ist. Das funktioniert astrein. Das funktioniert wirklich ganz, ganz toll. Also das, dieses JE1220 Starter Set, also echt genial. Das ist wirklich toll. Das Einzige, was ich MKT vorwerfen würde, wäre der enorme Preis für die Sensoren. Also das ist ja völlig, weiß ich nicht, das geht richtig ins Geld. Also das System so, dieses Starter Set, wie ich es euch jetzt hier vorgestellt habe, mit der Anlage, also das ist ein Traum. Das ist also genau das, wonach es jedem, der die M2B geil findet und ein Upgrade will, der hat genau damit das System, was er braucht. Also wirklich ausgezeichnet. Ne? Besser geht gar nicht. Ja, also wirklich ganz, ganz wunderbar. Ein tolles System. Und eigentlich alles dabei. Was natürlich fehlt, ist... Sie ist unscharf. Ja. Was natürlich fehlt, sind die Sensoren. Also ein Sensor ist dabei, also dieser moderne Sensor ist dabei, das ist gut. Und ein PIR-Sensor. Nicht sowas, sondern ein bisschen moderner, ein bisschen hübscher, habe ich euch ja vorhin gezeigt. Das ist ein bisschen wenig, aber es ist ja auch nur ein Starter-Set. So, wenn ihr jetzt anfangt, und natürlich zwei Fernbedienungen sind auch dabei, aber wenn ihr jetzt anfangt, diese PIR-Sensoren zu kaufen, die Dinger hier, dann werdet ihr arm. Ne? Die kosten richtig Asche. Ne? Und wie gesagt, EV1527 Chipsatz müssen die Teile haben. Sie sind kompatibel, wie gesagt, zur M2B und natürlich zu allem, was es so im Markt gibt an Sensoren, die eben nach dem 1527er Prinzip arbeiten. Diese Teile, die kosten in China bei AliExpress, ich kann es euch mal einblenden, 10 Stück davon kosten, glaube ich, 18 oder 19 US-Dollar. 10 Stück. Da kriegt ihr in Deutschland... Los. Ach, schwache Batterie. Gerade Alarm rausgekommen. Die schwache Batterie. Schwache Batterie, mach mal aus. Weil das Display auch die ganze Zeit an war. Das zieht natürlich Batterie weg. Aber es schaltet sich ja nachher irgendwann aus. Und dann hält das wirklich, das hält Stunden. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, bei den Sensoren. Also, ein Sensor kostet so viel, wie wenn ihr in China bei AliExpress bestellt, 10 davon. Die sind geil, die Teile. Das sind ja die Sensoren von der MKT M2B. Diese hier, diese Standards, die sind echt super. Die Teile, gibt's absolut, die gleichen Batterien werden da benötigt. Ach so, Batterien, ja. Was für Batterien braucht ihr da? Ja, die gibt's bei eBay für kleines Geld. Könnt ihr natürlich auch bei AliExpress kaufen, wenn ihr da Bock drauf habt. Das sind hier diese, sind auch bei den, warte mal. Also in den Bewegungsmeldern sind 9 Volt Block. Block, 9 Volt Block Batterien kriegt ihr bei jedem Aldi. Halten ewig. Und diese hier, das ist die P23GA heißen die. Das sind 12 Volt Batterien hier. Kauft die im 10er oder 20er Pack bei eBay. Für klein.
Jetzt war doch tatsächlich meine Speicherkarte voll, 128 GB. Völlig krank. Wo waren wir stehen geblieben? Power One heißen die. Power One Alkaline. P23GA 12 Volt. Ich hoffe, ihr könnt das hier sehen irgendwie. Ja, hier vielleicht. Die bestellt euch bei eBay. Die gibt das da im 10er und 20er Pack für kleines Geld. Die kosten echt nicht die Welt, die Dinger. Und ja, du musst ja alle paar Jahre mal nachbestellen. Also wirklich ganz toll, die Teile. Ja, wie gesagt, ich würde diese Sensoren bestellen, weil die einfach nichts kosten. Und sie funktionieren genauso bei AliExpress. Link findet ihr unter dem Video. Mehr Geld könnt ihr ja gar nicht sparen. Diese Sensoren würde ich nicht kaufen, die sind zu teuer. Die gibt es auch bei AliExpress, sind aber auch teuer. Die funktionieren genauso gut. Sehen bloß nicht so schick aus. Das ist völlig egal. Und wenn ihr noch mehr, weil ja nur einer dabei liegt, genauso wie nur einer von denen dabei liegt, so habt ihr für 18 Euro oder sowas 10 Stück von den Teilen. Da könnt ihr eure ganze Hütte mit bestücken. Und solltet ihr noch mehr von diesen Teilen brauchen, beziehungsweise hier ist es ja genau das gleiche. Der sieht ein bisschen schicker aus. Diese Bewegungssensoren. Bestellt die hier. Die kosten 4 Euro das Stück. Funktionieren genauso wie die hier. Ist genau das gleiche. So, könnt ihr auch bei AliExpress bestellen. Link findet ihr unter dem Video. Wichtig ist immer 1527, das ist dieser Chipsatz, der da verbaut ist, damit er mit eurer Anlage funktioniert. Und Fernbedienungen liegen, wie gesagt, 2 Stück dabei. Mehr braucht man eigentlich nicht. Aber solltet ihr noch ein paar mehr brauchen, könnte ich euch das eine Video einblenden, wo mit der Anlernfernbedienung, mit dieser lernbaren Fernbedienung, die ich auch bei AliExpress für kleines Geld, ich glaube 4 Euro bestellt habe. Die kostet nur 4 Euro. Wenn ihr die hier in Deutschland bestellt, seid ihr 15 Euro los. Oder 16, glaube ich. Ja, also muss nicht sein. Es geht auch eine lernbare, die ihr dann klont, also wie ich das dann auch gemacht habe. Ist also alles machbar und alles möglich für kleines Geld, das Zubehör. Wenn ihr das nämlich in Deutschland kauft, wie gesagt, das wird teuer, weil die Sachen kosten richtig, richtig fett Schotter. Und ich finde, die Anlage kostet schon 189, wie teuer war sie? 189,90 ist sie auch wert in diesem ganzen Paket, als Starterpaket. Aber ihr braucht doch noch ein paar Sachen dazu. Auf jeden Fall ein paar mehr Sensoren. Vielleicht noch ein PIR, also Bewegungserkennung. Hier so ein Teil. Mit zwei oder drei seid ihr da schon ganz gut bedient. Und auf jeden Fall, ja, also mindestens 6, 7 braucht ihr auf jeden Fall davon. Und da würde ich mir einen 10er-Pack bei AliExpress für 18 Euro bestellen. Fertig seid ihr damit, ne? Dann habt ihr für die Zukunft, ne? Ja. Also ich bin echt begeistert von dem Teil. Das Ding ist echt gut, ne? Das Ding ist richtig geil. Das ist absolut flexibel durch diesen Dualbetrieb. Und die Bedienung ist einfach die Möglichkeit, mit dem Router zu koppeln. Man muss es ja nicht. Selbst mit dem System haben wir ja selbst gesehen. Hier vorne mit dem Touchscreen. Easy going. Das gleiche kann man, wie gesagt, auch mit der App machen. Und durchkonfigurieren, Sensoren hinzulernen, direkt mit der App. Da muss man noch nicht mal in der Nähe von dem Gerät sein. Also einwandfrei. Also alle Sachen, die an der Anlage, wo man sagen könnte, das wäre ein Nachteil, diese kryptische Bedienung der M2B. Die Anlage ist gut. Die kryptische Bedienung, wo man sich natürlich reinfummelt, finde ich als Nachteil. Vorteile eben, wie gesagt, Hardware-mäßig kann man viele Sachen mit dem Ding machen, die man mit der Anlage nicht machen kann. Aber ich denke mal, in der heutigen Zeit spielt das keine große Rolle mehr. Die Vorteile überwiegen eindeutig. Also wenn ich irgendwelche Rolltore damit irgendwie mit Hardware verdrahten muss, mit einer Alarmanlage, wird mit diesem System wunschlos glücklich sein. Dieses System ist die M2B auf diese Anlage ist die M2B auf Steroiden. Ich mach sie nochmal an. Das ist die M2B. Das hier ist die M2B auf Steroiden. Ja, ich weiß. Ignorieren. Ja, also wirklich ganz, ganz toll. Und eben klein, ne? Da kann man mal sehen mit der Miniatur. Schwache Batterie. Ich weiß. Also das ist schon ein Unterschied, ne? Die ist aber auch gut.
da kann man auch, also die M2B, eine tolle Anlage und viele, ich habe mit vielen Leuten Kontakt, die diese Anlage auch haben. Die sind alle begeistert. Aber das Ding ist die M2B, wie gesagt, auf Steroiden. Also wirklich genial, das Ding. Also, toll, ein toller, das Ding ist ein toller Kauf. Da werdet ihr nicht enttäuscht sein. Schöner, ich hätte es mir noch schöner gewünscht, wenn sie anstatt ein Starterpaket noch ein weiteres Paket geschnürt hätten. Aber es kann sein, dass das noch kommt, weil das die M2B, die gibt es auch in verschiedenen Konfigurationsvarianten. Also einmal die Hauptanlage, die unterscheidet sich natürlich. Guckt euch das hier mal an, was hier an Zubehör dabei liegt. Das ist schon üppig, ne? Das ist wirklich üppig. Alleine 9-mal Tür- und Fensterkontaktsensoren. 9 Stück liegen davon dabei und 4 Bewegungsmelder, also hier PIR-Sensoren. Das ist also das komplette System, um das Haus komplett auszurüsten. Ja, und habe ich ja auch. Und wer die Anlage hat und dem, die noch gerne erweitert haben wollen würde, ja, der kann natürlich jetzt upgraden zu der Anlage. Wer noch gar keine Alarmanlage hat, ist mit dieser Alarmanlage, wie gesagt, richtig bedient. Das Ding ist top. Aber die Sensoren, das ist ein Problem, dass sie nur einen Sensor beilegen und nur ein so ein Bewegungs-, also PIR-Bewegungssensor, Raumsensor und ein Fenster-Türkontaktsensor. Das finde ich ein bisschen schwach. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass MKT da in Zukunft, weil die Anlage brandneu ist, in Zukunft noch nachlegt und Komplettpakete schnüren wird. So wie es auch bei der M2B der Fall war. Den gab es, glaube ich, in 3 oder 4 verschiedenen Varianten. In 3 verschiedenen oder 4 verschiedenen Ausstattungsvarianten, was die Sensoren angeht, was das Zubehör angeht. Dass jeder für sich das Passende raussuchen kann. Und preislich, die gibt es ja immer noch zu kaufen, die liegt immer noch bei 200, in dieser Ausstattungsvariante bei 210 Euro. Solltet ihr auf die Anlage Bock haben? Gerne. Die ist gut. Kann ich jetzt nach 6 Jahren sagen. Aber die ist besser. Die ist deutlich besser. Aber ein bisschen schwach bestückt vom Zubehör für uns. Das Basiszubehör ist dabei. Wichtig, auch 2 Fernbedienungen sind dabei. Ihr wisst ja jetzt, wie sie ungefähr funktioniert. Die Anleitung ist auch noch ein bisschen nachteilig, wie ich finde, dass das so eine schnell zusammengeschusterte Anleitung ist, wo man nur einen groben Überblick über die Funktionalitäten hat. Aber es reicht eigentlich aus, weil das ganze System fast selbsterklärend ist. Ihr habt gesehen, wie einfach das Ding in der Bedienung ist. Na, und da kann man natürlich auch ein bisschen spielen mit den Funktionen und findet ganz schnell raus, wofür welche Funktion nun gedacht ist. Aber wenn ihr mit der Anlage rumspielt, schließt bitte bloß nicht die Tröte an, weil die fesert euch sonst eure Ohren weg. Also da werden eure Nachbarn durchdrehen. Die schließt ganz zum Schluss an, wenn ihr die Anlage dann fertig konfiguriert habt. Und dann könnt ihr sie voll scharf laufen lassen. Also, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, hat MKT sich wieder was Gutes ausgedacht. Aber, naja gut, okay. Ich habe mit weniger gerechnet. Das Ding hat mich echt überrascht. Ne? Ich habe gehofft, dass diese Sachen, die hier so draufstehen und die man bei MKT auf der Homepage findet, dass sich das tatsächlich bewahrheitet. Und ja, es bewahrheitet sich. Das ist also echt kein Müll. Das ist echt eine tolle Anlage. Ne? Also, astrein. Wirklich astrein. Bin ich echt begeistert. Vor allem auch die Bauform finde ich so genial. Weil das Ding will ich nicht mehr offen stehen haben. Brauche ich auch überhaupt nicht, dadurch, dass es mit der Handy-App quasi gespiegelt ist. Man alle Funktionen hat, also warum soll man es offen stehen lassen? Man kann es auch in den Schrank reinschmeißen irgendwo. Gibt da Strom drauf und dann ist die Anlage komplett unsichtbar, die Alarmanlage. Und trotzdem funktioniert sie, weil sie ja natürlich im 344 MHz Bereich arbeitet. Und über hunderte von Metern mit den ganzen Sensoren verbunden ist. Das funktioniert ausgezeichnet. Das funktioniert auch mit der M2B ausgezeichnet. Hätte ich nicht gedacht. Sonst hätte ich die wohl auch kaum 6 Jahre hier im Betrieb gehabt. Und ich hätte sie weiterhin im Betrieb gehabt, wenn nicht diese Anlage in den Markt gekommen wäre, die JE1220. Ja, also ganz, ganz ausgezeichnet. Ne? Toll. Habe ich sonst noch was? Nee, könnt ihr noch? Nee, ne? Ihr seid bestimmt schon alle weggepennt, ne? Oder so diese Alarmanlage Hardcore-Freaks, die und die Perle-TV-Zuschauer, Hardcore-Freaks, die werden noch zuschauen. So, jetzt trinken wir mal den Tee, der ist mittlerweile eiskalt. Ja. Warum sehe ich so ein bisschen fertig aus? Werdet ihr euch fragen? Oder sehe ich gut aus? Weiß ich gar nicht. Ich müsste eigentlich ein bisschen angeschlagen aussehen. Weil, Leute,
Ich habe hier wieder Probleme. Ich hau mir hier wieder Tabletten rein. Ne? Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich habe ja, oh Mann, womit ging das los? Genau, ich hatte euch das, glaube ich, das eine Mal schon erzählt. Ich bin ein bisschen kränklich. Erst hatte ich das ja mit dem Darm. Meine Darmzotten, meine Ausbuchtungen im Darm, die hatten sich ja entzündet. Da habe ich mir ja jede Menge Penicillin und so Zeug reingezogen. Ne? Aber auch hier hat Fieber gehabt. Ne? Danach, direkt danach im Anschluss oder kurz danach im Anschluss, ging es los mit meinem Fuß. Lass mal überlegen. Nee, ging es gar nicht los mit meinem Fuß. Das kam ja später. Ging es ja los mit meinem Fuß? Nein, direkt nach meiner Darmgeschichte habe ich eine Blasenentzündung gehabt. Genau, das war die Reihenfolge. Erst der Darm, dann die Blase. Da hat sich bei mir die Blase entzündet. Wieder jede Menge von den Antibiotika in mich reingepumpt. Schlimme Blase, also da habe ich Rasierklingen gepisst. Ne? Ich denke, Alter, was kann ja wohl nicht angehen? Erst der Darm in den Arsch, entzündet alles, dann die Blase entzündet. Ne? Ich denke, uiuiui. Okay, war dann nachher auch wieder weg. Direkt am Anschluss meiner Blasenentzündung hat sich mein linkes Bein entzündet. Da waren meine ganzen Gelenke und alles so entzündet, dass ich nicht mehr laufen konnte. Also habe ich, ich weiß nicht, ob ich da einen Rheumaschub gekriegt habe oder sonst irgendwas. Jedenfalls hatte ich hier Gelenkentzündung. So ein Ballonfuß hatte ich gehabt. Der gesamte Fuß war ein Arsch. Der gesamte Fuß, komplett, da ging nichts mehr. Ja, da war ich dann auch, da lag ich dann auch in Sauer und hab ja natürlich, was man so immer so bekommt, hier diesen ganzen Scheiß hier, diesen Diclofenac-Kack, ne? Diclofenac-Kack hab ich hier gefressen wie Bonbons. Dann war ich mit dem Fuß fast fertig. Der tat mir immer noch ein bisschen weh. Geht das schon wieder mit dem Darm? Also mit dem Fuß habe ich es bis letzte Woche gehabt. Und jetzt habe ich schon wieder mit dem Darm Probleme. Seit vier Tagen oder fünf Tagen. Heute ist der erste Tag, wo es ein bisschen besser ist. Morgen muss ich zur Arbeit. Ich bin mal gespannt, wie das auf der Arbeit ist. Also wieder mit Krämpfen und sowas. Ne? Aber ich habe mir hier schon aus der Apotheke hier Paracetamol geholt. Ne? Und so ein bisschen Bauchentspannungsmittel. Das funktioniert so einigermaßen, wenn ich mich mit Paracetamol hier vollpump, dann hält sich das so in Grenzen. Also dann geht das mit den Schmerzen. Ne? Aber auch wieder Fieber gehabt, aber seit zwei Tagen bin ich, deswegen mache ich auch das Video, seit zwei Tagen bin ich fieberfrei. Also Freitagabend Fieber gehabt, Samstag richtig hart Fieber gehabt und gestern noch ein bisschen und heute gar nicht mehr. Also was ein Glück. Ich glaube, ich bin auf dem Weg der Besserung und es schmerzt auch nicht mehr so. Also ich kann schon wieder Videos machen, ne? Also ich weiß auch nicht, was. Also irgendwas ist mit mir faul, ne? Also irgendwas stimmt mit mir nicht. Keine Ahnung, ich trinke wahrscheinlich zu wenig Bier oder sowas. Das ist mein erstes Bier seit Tagen. Und Kleckern du ja auch. Fang auch schon das Sabbern an. Aber ihr merkt schon, ich bin schon wieder zu Spießen aufgelegt, also es geht mir wieder deutlich besser. Was ein Glück, echt. Ja, also ich bin hier seit Wochen bin ich hier am Rumkränkeln, ne? Also echt ganz schlimm, das habe ich eigentlich, muss ich lange zurückdenken, dass ich mal so schlimm, doch, das letzte Mal glaube ich der Schulterschuss, ging in die ähnliche Richtung, was die Schmerzen anging. Ne? Könnt ihr euch noch erinnern, das ist aber schon ein paar Jährchen her, wo ich es in der Schulter hatte, wo ich dann noch in die Klinik gefahren bin, wo die geröntgt haben, wo hier das ganze Kalk ausgetreten ist. Ne? Schulterschuss heißt das ja. Alter, das waren Schmerzen, da habe ich vier Tage nicht schlafen können, ne? Boah, heftig. Und da hat er ja noch gesagt, muss eventuell operiert werden, wenn das nicht besser wird. Aber zum Glück ist dieses ganze Kalkdepot abgebaut worden. Ne? Also ich verkalke, glaube ich, langsam. Keine Ahnung. Obwohl ich mich ja eigentlich relativ gesund ernähre. Wobei, meine Ernährung ist manchmal doch schon so ein bisschen grenzwertig. Vitamin D3 und sowas hat da nichts gebracht. Und Silberwasser hat auch nichts gebracht. Also ich keine Ahnung, ob das irgendwie, was ich jetzt so habe da mit meiner Darmentzündung, Blasenentzündung, Ganze Beine entzündet, das war auch echt schlimm. Und jetzt habe ich es wieder mit dem Darm. Ne? Also das geht immer im Kreis. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Darmgeschichte mit diesem ganzen Diclofenac-Scheiß und diesen ganzen Hammer-Tabletten, die mir der Arzt da verschrieben hat, dass das unter Umständen damit zu tun hat, ne? Dass das den Darm schwächt. Ich habe da auch mal in dem Beipackzettel nachgelesen. Wenn du den Beipackzettel liest, dann drehst du ja völlig ab. Da denkst du, also wenn du da so liest, dann denkst du, eine Woche die Tabletten nehmen, dann bist du tot. Ne? Bist du hin. Ne? Also, aber da stand genau das drin, ne? Da mit Darmblutung und das Vollprogramm. Ich nehme an, die Tabletten, die von meiner schweren Fußentzündung, die Tabletten haben jetzt wieder meinen Darm ruiniert. Ne? Der Perle. Ne? Pullermann brennt, Pullermann Rasierklingen, Darm in Arsch, ne? Also Bauchkrämpfe, Unterbauchkrämpfe. Und Schmerzen.
Aber es geht, zum Glück ist besser geworden. Also heute hatte ich es nur zweimal, dass ich kurz innehalten musste durch Schmerzen. Aber es ist die Zyklen, diese Schmerzzyklen, die werden, dehnen sich immer weiter aus. Und vor allen Dingen das Fieber ist weg. Ne? Deswegen habe ich hier auch, das kann ich euch zeigen, habe ich ein Fieberthermometer, damit ich das immer ein bisschen beobachte. Ne? Also wenn das Fieber durch die Decke geht, muss ich auf jeden Fall zum Arzt. Aber das ist, glaube ich, jetzt durchgestanden mit meinem Popöchen, hätte ich was gesagt. Ich glaube, ich muss mich auch mal komplett durchchecken lassen. Ich bin ja jetzt 58, dass ich mich mal komplett auf den Kopf stellen. Nicht, dass ich da noch irgendwas, dass was im Verborgenen schlummert. Das wollen wir ja nur auch nicht mehr. So, Alarmanlage, genau. Alarm im Darm. Alarm im Darm habe ich auch. Alarmanlage, MKT. Also die JE1220, ausgezeichnet, könnt ihr kaufen. Also meinen Segen habt ihr. Finde ich echt cool, das Teil. Probiert es aus. Ihr könnt es, wenn ihr es im Internet bestellt, die Sachen, habt ihr Rückgaberecht. Also damit macht ihr echt nicht viel falsch. Aber macht nicht den Fehler. Mein Tipp, wie gesagt, kauft nicht diese Dinge als Zusatzsensoren, weil das einfach viel zu teuer ist, das Zeug. Ne? Das kostet richtig Geld. Das kriegt ihr in Asien wesentlich, was heißt wesentlich? Also kriegt ihr da was geschenkt. Ne? Da würde ich euch denn diese Dinge hier empfehlen. Wie gesagt, findet ihr alles unter dem Video. Unter dem Video findet ihr den Link zu Multicon Trade, also Toppi, auch für 190 Euro finde ich okay, ist angemessen. In Anbetracht des Lieferumfangs und eben der Funktionalität der Anlage, absolut angemessen, wie ich finde. Und den Rest, damit könnt ihr ja schon mal losspielen sozusagen zu Hause und dann eben rausfinden, wie viel brauche ich, da habt ihr ja ein bisschen Zeit, Darmsensor, 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 vielleicht noch zwei PIR-Sensoren. Und dann bestellt ihr die Dinge halt in China für kleines Geld. Alle Links zu allen Sensoren und den ganzen Krempel findet ihr unter dem Video. Jo, habe ich sonst noch was zu sagen? Außer, dass ich der Anlage 2 Daumen nach oben gebe und vor allen Dingen euch 2 Daumen nach oben gebe, dass ihr so tapfer seid und immer noch zuguckt. Sonst habe ich weiter nichts. Also Bier habe ich ja noch ein bisschen drin. Ganz so durstig bin ich nicht, bin eher hungrig, weil ich die letzten Tage echt schon Kost hatte. Ne? Ein bisschen aufpassen wegen dem Darm. Wegen meinen Aua im Bauch. Da war ich ein bisschen vorsichtig, denn, aber jetzt denke ich, ein Bier kann man mal wieder haben. Ne? Wisst ihr, mache ich manchmal ganz gerne, aber ich hau mir hier aber überwiegend nur so Teescheiß rein und irgendwelche Süppchen, die nicht so, die so ein bisschen, also vorsichtige Ernährung. Ne? Also nichts Schweres. Ne? Ja, der Perle. Ja, vor allem, ich kann jetzt auch nicht mehr so lange rumtüdeln. Ich muss jetzt langsam wirklich fit werden, weil Urlaub steht an. Ne? Nächste Woche, was machen wir nächste Woche? Für dieses Video werde ich wahrscheinlich wieder 4, 5, vielleicht eine ganze Woche an dem Ding hier rumschneiden sein. Nächste Woche kommt das USA, das versprochene USA-Vorbereitungsvideo. Da habe ich auch schon Vorbereitungen getroffen. Ich habe schon jede Menge Zettelfolge gemalert, was ich euch so erzählen werde und so Tipps und Tricks, auch was Las Vegas angeht. Auch was die Slot-Situation angeht, zum Beispiel, wenn ihr da mal ein bisschen rumzocken wollt. Habe ich ja schon mal ein Video gemacht, worauf man da achten sollte, was man, welche Fehler man da begeht oder welche Fehler man nicht begehen sollte. Da so ein paar Basic-Tipps für Las Vegas will ich euch da mal mit in die Hand geben. Habe ich schon so ähnlich gemacht, aber da sind wieder ein paar neue gute Tipps dabei, denke ich mal. Als Insider kann ich euch da ja mal ein bisschen an die Hand nehmen, weil Slot spiele ich manchmal auch ganz gerne, aber nur wenn ich vorne bin. Weil normalerweise, ihr wisst es nicht, bin ich sehr diszipliniert, spiele nur Videopoker und Blackjack. Aber bei Blackjack müsst ihr aufpassen, genauso bei Roulette müsst ihr jetzt aufpassen. Roulette spiele ich manchmal ganz gerne, wenn die richtigen Leute am Tisch sind. Also wenn da total die kranke Truppe ist, wenn da richtig Stimmung ist, dann bin ich da auch mal ganz gerne dabei. Stimmung finde ich geil. Ich mache mal an und wieder aus. Stimmung und Spaß finde ich cool. Aber da müsst ihr jetzt aufpassen, es gibt ja die Null, die Doppel-Null, also das, die Null, das, also das französische echte Roulette. Da ist ja nur einmal die Null. So, und dann gibt's noch, deswegen ist die Doppel-Null. Und jetzt haben sie noch eine, ich weiß nicht, eine Triple-Null oder sowas eingeführt. Also die haben jetzt 3 Nullen da auf ihr Rad montiert. Dadurch steigt natürlich der Hausvorteil massiv. Ich glaube 3,5% mit einer Null, 7% mit 2 Nullen, dann sind sie ja schon bei 10,5%. Ja, da kann man bald an die Slotmaschinen gehen. Das ist also moderner Raub, ne? Das ist also wirklich verrückt. Aber auch zu den Slotmaschinen, zu den Payouts und zum Coin Return kann ich euch da auch noch ein paar Tipps an die Hand geben. Das gleiche gilt natürlich auch beim Videopoker. Wenn ihr zum Beispiel spielt niemals 25 Cent an einem Videopoker mit 25 Cent Bet 1.
Niemals. Spielt lieber 5 Cent Bet 5. Weil, wie gesagt, wenn ihr mit 25 Cent spielt, bekommt ihr 250 Coins 25 Cent. Spielt ihr mit 25 Cent Einsatz, Bet 1. Mit 25 Cent. Spielt ihr mit 5 Cent und Bet 5 und ihr trefft einen Royal Flush, dann habt ihr anstatt 250 Coins 1000 Coins. Also das Vierfache. Das ist eben dieser Bonus, der bei dem Royal Flush mit drin ist. Aber den erreicht ihr nur, wenn ihr Max Bet spielt. Ich sehe da ganz viele, die mit 25 Cent Einsatz spielen und Bet 1. Da sage ich mir, sind die Leute plemplem, können die nicht rechnen? Wieso gehen die nicht auf 5 Cent und spielen Bet 5? Dann sind sie auch mit 25 Cent dabei. Aber wenn sie den Roll treffen, dann haben sie das, worauf es beim Videopoker ankommt. Den wesentlich höheren, die müssen die Payout-Table lesen. Also echt Katastrophe. Einige Leute können nicht rechnen. Die sind einfach nur dämlich. Dämlich. Aber da komme ich dann in meinem anderen Video noch drauf zu sprechen. Übrigens, die Pinball Hall of Fame, die ist umgezogen. Hier der Flipperladen. Da will ich auch nochmal hin. Der Flipperladen ist jetzt, ich glaube, hinter dem Las Vegas Sign auf der Straßenseite zum Airport. Das ist eine Riesenhalle, das sind die jetzt hingezogen. Schauen wir uns auch an den neuen Laden, Pinball Hall of Fame. Ja, da bin ich wieder. Meine Speicherkarte, ich musste mal so umkopieren. Also Pinball Hall of Fame, schauen wir uns an, gemeinsam. Da freue ich mich schon drauf. Was war sonst noch hier so los? Letzte Woche habe ich mit meinem Laptop gekämpft. Da habe ich ein Backup. Zum Glück mache ich bei meinen ganzen PCs und Laptops immer regelmäßig Backups. Da habe ich den Microsoft Store und die ganzen Apps sozusagen, Foto-Apps und der ganze Kram. Das funktioniert alles nicht mehr. Ich denke, ey, so ein Scheiß, ne? Und habe ich versucht dann zu reaktivieren, das Ganze irgendwie hinzukriegen mit Tricks und so. Keine Chance. Habe ich ein altes Backup zurückgeschrieben und wollte meinen. Da war aber noch nicht Office 2013. Ich habe das gesamte Office 2013 Paket auf dem PC, auf dem Laptop gehabt. Auch um E-Mails abzurufen und so. Und das ging nicht mehr. Ich denke, ey, so ein Scheiß, ne? Also zu installieren. Weil das ist so eine Lizenz gewesen, die habe ich für 12 Euro, für 11,95 gekauft. So eine Firmenlizenz bei uns in der Firma. Das wird online runtergeladen, installiert. Aber er hat es online runtergeladen, aber wollte mir Office 365 da irgendwie verkaufen, ne? Dabei habe ich ja eine Lizenz für Office 2013. Konnte ich nicht mehr installieren, ging nicht. Also habe ich mir Office 2019 bei Nierle.de bestellt. Da hatte ich perfekt, ne, wo das nicht ging und ich am Rätseln war, habe ich an dem Tag eine E-Mail bekommen, dass sie Office 2019 Professional Plus, das ist auch wieder irgendwie so eine Firm Edition, verkaufen für 15 Euro. Habe ich dann bestellt. 19,80 habe ich dafür bezahlt mit Versand. Und das habe ich dann also Backup zurückgespielt. Alles funktionierte wieder wunderbar. Das, was ich mir da irgendwie zerschossen und zerschrotet hatte an meinem Laptop, war wieder funktionsfähig. Und ich habe jetzt Office 2019 Professional Plus auf meinem PC. Wurde angeliefert. Oh Mann. Kennt ihr das? Ein bisschen Luft in der Röhre. Oh, boah, wurde angeliefert in so einem kleinen Pappkarton mit einem USB 16 GB USB Installationsstick. Da waren nur ein paar Megabytes drauf, so eine Excel-Datei. Ich habe dann doppelt geklickt und dann landete man bei Microsoft und dann ging das auch schon gleich los mit dem Runterladen von den 4 GB oder was es da war oder 5. Und dann hat man es installiert und dann war da noch so ein, wie nennt sich das hier, der Aktivierungscode lag da noch bei, den hat man dann eingegeben und läuft, ne? Also da war ich dann auch ein bisschen beschäftigt, das war auch als ein bisschen hölzern, weil ich da lange mit dem Office 2013 Paket am Rumhühner war. Ich dachte, ich bin zu dämlich, das wieder zu installieren und von Microsoft runterzuladen. Keine Chance, das ging einfach nicht mehr. Fand ich ein bisschen doof. Aber okay, jetzt habe ich Office 2019 auf meinem Laptop, auch für meine Reise. Das ist ja alles dabei, Excel, Word und wer weiß, wofür man es mal braucht. Ne? Habe ich sonst noch irgendwas Neues, Wichtiges? Ne, wichtig ist ja gar nichts. Wichtig ist eigentlich nur, dass ihr eine gute Alarmanlage kauft, ne, wenn ihr euch für eine Alarmanlage interessiert. Ne. Also, habt ihr ja gesehen. Nee, sonst habe ich weiter nichts. Habe auch keine Lust mehr, ist auch schon spät genug. Jetzt muss ich ja erstmal ein bisschen aufräumen. Und ich hoffe, das Video hat euch viel Spaß gemacht. Wie gesagt, von mir bekommt ihr 2 Daumen nach oben. Ihr könnt mir ja einen Daumen auch nach oben geben, wenn ihr da Lust zu habt. Oder einen Daumen nach unten, gebt mir einen Daumen.
Solltet ihr noch mehr von meinen Videos schauen wollen, abonnieren, klicken, Klingel an, haken, dass es Bing Bing macht. Wenn ich ein neues Video hochlade, dann wisst ihr immer gleich Bescheid. Dann kriegt ihr dann von YouTube eine kleine Information. Perle hat schon wieder ein neues Alarmanlage-Video hochgeladen. Ja, das werde ich wahrscheinlich nicht. Ich werde mich in 6 Jahren, also ich werde mich auf jeden Fall mit dieser Anlage, die werde ich jetzt erstmal intensiv rund um die Uhr nutzen. Und im halben Jahr werde ich mich zu der Anlage wahrscheinlich nochmal wieder melden. Was mir an der Anlage gefällt, ob mir irgendwas negativ aufgefallen ist, weil die Anlage ist ja wirklich brandneu im Markt. Also die fangen jetzt erst an, die ersten Systeme auszuliefern. Da findet man auch noch nicht viel Information im Netz zu diesem System. Und das will ich für euch testen. Also jetzt habe ich ja das Review gemacht. Ich habe sie euch vorgestellt. Also ich habe sie hier auch schon getestet. Ich bin begeistert, aber was nützt ein Test, der 1-2 Wochen läuft? Nach 1-2 Jahren kann man wirklich ein Fazit abgeben. So habe ich es ja auch bei der Anlage gemacht. Ich habe sie euch vorgestellt. Nach 6 Monaten habe ich nochmal ein Update dazu rausgehauen, ob sie immer noch gut funktioniert. Und das will ich mit der MKT JE 1220, also mit der Anlage, will ich das auch machen. Aber im Gegensatz zu der Anlage, die ich relativ offen hier laufen hatte, war da die in den Schrank, die verstecke ich. Die kommt komplett weg. Und die wird niemand so schnell finden. Die wird niemand so schnell finden, weil man es eben komplett mit dem Handy bedienen kann. Das finde ich echt sympathisch. Das rockt, ne? Und man hat eben GSM. Auch gut. Beides. Dual. Von mir kriegt ihr nochmal 2 Daumen für euren Fleiß, dass ihr immer noch dran seid. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder zum USA-Vorbereitungsvideo. Das wird auch ein längeres Video. Da könnt ihr schon mal gespannt sein. So, haut rein, meine Lieben. Bleibt gesund, passt gut auf euch auf und genießt jeden Tag. Peace und Tschüss.